Ja, freut mich auch nochmal, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Jetzt passiert was ganz Tolles. Ich zeige Ihnen das Internet. Dann kriegen Sie auch Ihre Symbolbilder. Aha. Also das hier wird... Entschuldigung. Das ist... Ja, also die... Bitte jetzt hier keine tumultartigen Szenen. Es gibt auch später noch die Gelegenheit, Nahaufnahmen. Es gibt auch später noch Möglichkeiten, vom Internet Nahaufnahmen zu machen. Hallo, in der heutigen Folge des Klabautercasts geht's um Medien und ich habe illustre Gäste. Einmal Christopher Lauer, der ja schon bekannt ist, da brauche ich glaube ich nicht so viel zur Vorstellung sagen. Hallo Christopher. Hallo. Und Volker Beck. Volker. Hallo. Ja, Volker ist auch sehr bekannt, aber vielleicht nicht so sehr unseren Hörern. Vielleicht kann Volker eine Kurzzusammenfassung geben über seinen Werdegang, Mein Werdegang. Also ich bin Volker Beck, ich bin erster parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen und menschenrechtspolitischer Sprecher, seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages, vorher außerparlamentarisch in der unabhängigen Friedensbewegung und in der Schwulenbewegung aktiv gewesen und deshalb sozusagen bewegungsmäßig wie parteimäßig immer unterwegs. Ja. Gut, ja, das ist ja nun einiges und dadurch hast du ja auch noch einige Erfahrungen mit Medien schon gesammelt, also sehr viel länger als wir hier zusammen, kann man vielleicht sagen. Wir haben eben auch gleich zum Einstieg, was sind so deine Erfahrungen mit Medien? Also die Erfahrungen sind natürlich ganz unterschiedlich, man kann Medien einerseits für sich nutzen, das habe ich gelernt in meiner Bewegungszeit, vor allen Dingen als Schwulenverband mit einem Verein, der damals knapp 200 Mitglieder hatte, ein Faxgerät und einen Computer und trotzdem es geschafft hat, bundesweite Kampagnen auf die Beine zu stellen und auch eine bundesweite Kommunikation, damals zur der Forderung nach Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, ein absolutes Minderheitenthema, wo wir es geschafft haben, durch ständige Wiederholung, durch originelle Aktionen, durch Kreierung von Bildern, die das Herz wärmen, ein Thema zu setzen und die öffentliche Meinung darüber auch langfristig umzudrehen. Das ist so eine Erfahrung, wie man also Medien auch durch gezielte Form von Senden für sich nutzen kann. Eine andere Erfahrung ist sicher, gerade als Abgeordneter und auch in der Regierungszeit, wo man manchmal in schwierigen Kommunikationssituationen ist, wo man sich überlegen muss, was sagt man den Medien, was sagt man wann, und da spielt auch eine ganz große Rolle, wenn man wirklich will, dass eine Berichterstattung, eine informierte Berichterstattung ist, dass man sich zwischen Journalisten und Politikern in einer gewissen Art und Weise darüber verständigt, was man ihnen sagt und was dann geschrieben werden darf. Und da gibt es einen Konflikt zwischen absoluter Transparenz und dem Begehren des Journalisten, eigentlich alles zu schreiben, und eigentlich das Interesse eines Politikers, durchaus mit bestimmten Sachen zitiert zu werden, andere Sachen nicht zugeschrieben zu bekommen. Und da spielt es eine große Rolle, ob man sich auf eine gewisse Fairness verlangen kann. Es soll nicht darum gehen, den Journalisten und die öffentliche Berichterstattung zu manipulieren. Aber ich würde immer sagen, das gilt auch für öffentliche Sitzungen. Wir haben jetzt Grüne früher auch öffentlich getagt, wie die Piraten heute, dass die Kommunikationssituation sowohl beeinflusst, was man als Botschaft sagt, und Kommunikationssituation selber auch den Inhalt der Botschaft interpretiert. Und das muss man reflektieren, wenn man darüber redet, was will man als Regeln akzeptieren.
wenn beide Seiten wissen, dass bestimmte Regeln nicht akzeptiert sind, dann verhält sich der Sender, also in dem Fall der Politiker, auch entsprechend. Er sagt bestimmte Sachen nicht und es führt dann dazu, ein Beispiel nennen, im Pressehintergrund hier in Berlin beschwerte sich ein Spiegeljournalist, jetzt sagen Sie das unter drei, das ist aber echt jetzt keine richtige News. Unter drei heißt in der Bundespressekonferenz, man darf es nicht schreiben, mal aus anonymer Quelle, man darf es wissen, man kann sich für dieses Wissen eine neue Quelle suchen oder anders recherchieren, weil man etwas weiß, aber man darf es nicht schreiben. In Bonn war das völlig akzeptiert, dass unter drei, unter zwei, unter eins, also unter eins darf man mit Quelle schreiben, unter zwei darf man ohne Quelle schreiben oder aus Kreisen des Parlaments oder aus grünen Kreisen oder aus Kreisen des Ausschusses verlautete und eben unter drei ist Hintergrundwissen für die weitere Recherche. Da hatte man sich absolut drauf verlassen können, dass sich jeder dran hält. Also auch wenn da 10 Journalisten saßen, hat es keiner ausgebüxt. Mir ist hier in Berlin passiert, bei einem Pressehintergrund, ich sage etwas unter drei und eine Stunde später schaue ich in den Ticker und eine Nachrichtenagentur schreibt es als Aussage von mir. Wenn man weiß, dass das in einem Kreis so ist, dass ich mich nicht mehr drauf verlassen kann, dann kriegen sie die Hintergrundinformationen einfach nicht mehr, weil es dann mir schadet und unter Umständen auch einem politischen Prozess schadet. Es geht ja bei solchen Sachen nicht nur um die Darstellung, sondern gerade wenn man in Verhandlungsprozessen ist, das ist jetzt, wenn wir in der Opposition sind, nicht so dramatisch, weil da geht es dann um Verhandlungen unter den parlamentarischen Geschäftsführern. Aber wenn man in der Koalitionssituation ist, muss man sich auch manchmal darauf verlassen, dass bestimmte Sachen noch nicht in die Öffentlichkeit bringen. Trotzdem will man die Journalisten nicht dumm sterben lassen und damit sie auch ein gewisses Verständnis haben, wo man in dem Verhandlungsprozess ist. Wenn das dann aber unter eins in der Zeitung steht, kann man solche Sachen nicht mehr senden, dann verkneift man sich's auch. Und es gibt so Sachen, man vereinbart zum Beispiel mit einem Journalisten, wir können ein Interview zu dem und dem machen und sagt aber vorher, zu den folgenden Punkten werde ich Ihnen nichts sagen. Journalist, der sich dran hält oder auch das Kamerateam, das sich dran hält, kriegt auch vernünftige Antworten, die eben für die Fragen, die sie dann stellen, verwertbar sind. Natürlich erlaubt die Pressefreiheit, sich nicht dran zu halten und zu sagen, ich stelle die Frage jetzt einfach trotzdem. Und dann kriegt man so Politikersprech. Also weil man nichts sagen will, man darf aber auch nicht aus der Kamerasituation rausgehen, gibt ein ganz scheiße Bild. Man darf auch nicht sagen, ich sag nichts dazu, sondern man spricht Werbeagenturen sagen dazu, man spricht Blindtext. Also man sagt irgendetwas völlig belangloses Nichtsagen. Und dann beschweren sich die gleichen Journalisten, die diese Art von Blindtextproduktion produzieren, hinterher, dass die Politiker sagen und zu bestimmten Punkten einfach nicht inhaltlich wirklich in die Tiefe gehen. Das liegt aber daran, dass man dann eben die Gesprächssituation nicht akzeptiert hat, wenn ich sag sowas nichts. Dann brauchst du bei mir nicht versuchen. Und manche Unerfahrene fällt trotzdem drauf rein und sagt dann, was er nicht sagen wollte. Und das ist, denke ich, ein ganz interessanter Punkt, weil dieser Vorwurf der Politiker, spräche immer nur den Blindtext, der kommt ja nicht nur von den Medien, der kommt ja auch vor allen Dingen aus der Bevölkerung, wo man sagt, naja, die reden sich immer nur raus und die sagen ja gar nichts mehr zur Sache. Und wir sind ja auch auf dieses Thema dieses Podcasts gekommen, weil wir ja auch mal zu einem anderen Zeitpunkt länger über das Thema diskutiert hatten. Und die interessante Frage, die ich mir ja auch im Zusammenhang jetzt mit der Piratenfraktion oder der Piratenpartei und den Medien stelle, und wir bekommen ja im Moment eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, ist ja im Grunde genommen, wie man da in der Lage auch wäre, oder das wäre auch eine Frage, ob man da überhaupt in der Lage wäre, wieder verbal abzusten, dass man sagt, okay, man hält sich da wieder an Spielregeln, so wie du das in Bonn beschrieben hast, weil die Erfahrung, die ich genauso mache, ist ja, dass ich auch den Leuten immer sage, okay, passt auf, ich erzähle euch das, weil ich auch überhaupt keinen Bock habe, euch irgendwie eine Sprachregelung zu geben. Wenn ihr eine Sprachregelung wollt, dann könnt ihr euch auch die Pressemitteilung angucken. Aber ihr müsst euch doch jetzt auch in dieser Situation denken, was ihr daraus macht. Und
Also ich habe aber dann auch witzigerweise ja im Gespräch mit dir und aber dann auch im Gespräch mit Journalisten habe ich dann so das Gefühl, da sagen dann alle immer so, ja, wäre eigentlich schon besser, wenn wir alle wieder, so die Frage, siehst du da nochmal irgendeine Möglichkeit, also irgendwo am grünen Tisch, irgendeine so eine Idee, wie man so einen Zustand eigentlich wieder herstellen könnte? Oder? Also ich glaube, dass es eigentlich nur über eine Diskussion geht, was ist der Preis, wenn man sich nicht dran hält? Weil der Preis ist eben, dass man unheimlich viel Content im Sinne von Blindtext produziert, der keinen Informationsgehalt hat und der zumindest Qualitätsjournalismus kaputt macht. Weil wenn man die ganze Zeit über Blabla schreibt, dann sagen auch die Zeitungsleser oder die Hörer von einem Radiostation oder so, das ist ja alles nur Blabla, also dieses Medium interessiert mich nicht, weil da erfahre ich eigentlich nichts und ich habe trotzdem sozusagen meine Zeit vergeudet in der Wahrnehmung dieses Zeugs. Und ich glaube, Qualitätsjournalismus hat ein Interesse dran, Qualität zu produzieren und dann muss er auch die Bedingungen herstellen, unter denen sie tatsächlich tiefere Einsichten gewinnen, damit sie gescheite Hintergrundinformationen liefern können, wo der Zeitungsleser oder der Medienrezipient hinterher tatsächlich einen Gewinn davon hat, dass er bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Prozesse versteht, warum eine Partei etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht macht, obwohl sie eigentlich dafür ist, was die Auseinandersetzungen sind, was die Hindernisse im System sind, rechtlicher Art, finanzieller Art oder im politischen Gefüge. Wenn man das alles nicht mehr senden kann, dann erfährt das keiner. Das führt zu Politikmüdigkeit, das führt auch zum Abwenden von den klassischen Medien. Diesen Prozess haben wir ja gegenwärtig. Und im Prinzip kommt man nur über eine Diskussion dahin. Warum die Medien das heute stärker machen, liegt ja auch nicht daran, dass es böse Menschen sind, die da agieren, sondern es liegt am ungeheuren Konkurrenzdruck, irgendeine Nachricht exklusiv zu haben, als Erster zu haben, schneller zu senden, um das eigene Medium zu präsentieren als das Medium, das eben am flinkesten ist, wo man die Sachen eine Ausgabe früher erfährt als bei den anderen. Ja. Aber da sehe ich ja zumindest auch so ein Problem oder was ich halt beobachte, gerade jetzt so bei den Online-Medien, ich weiß zum Beispiel, dass so der Tagesspiegel und auch im Spiegel Online, die wissen halt einfach, wenn sie so ein Boulevardthema über die Piraten online irgendwie bringen, also da hat sich jemand verlobt oder da hat jemand irgendwie den Mitarbeiter eingestellt, mit dem er zusammen ist oder sonst irgendwas, dann machen die das halt in dem Bewusstsein, ja, im Grunde genommen ist das jetzt eigentlich nicht eine Meldung von politischer Relevanz oder auch von gesellschaftlicher Relevanz, aber wir wissen, wenn wir das machen, dann werden da einfach unglaublich viele Leute draufklicken. Das meinte auch ein Redakteur zu mir vom Tagesspiegel, die Sachen über die Piraten laufen im Moment bei uns am besten, weil da jeder draufklickt. Und dann ist es schon im Grunde genommen egal, was da das Thema ist, ja, sondern es muss halt so ein bisschen der Skandal, ein bisschen die Neuigkeit sein. Ja, es muss sich mit dem Image schreiben. Ja, also sozusagen so eine Sache stellt den eigenen Lebenspartner ein, sag mal, wie die waren doch so für Transparenz, gegen Korruption, gegen so unkoschere Geschäfte und jetzt machen sie es selber so. Ja. Das ist natürlich immer eine große Geschichte, übrigens bei allen. Also ja. Das ist aber natürlich bei einem CSU-Politiker denkt man, naja, so haben wir gedacht, dass die sind. Ja. Und bei den Sachen, wo man eben so ein es selber vorher durch den politischen Diskurs so einen moralischen Hype aufbaut, wenn man vor dieser Folie in einem ganz anderen Licht erscheint, ist dieses Spannungsverhältnis eigentlich interessant. Ich meine, das sehen wir ein Stück weit ja auch bei dieser Wolf-Affäre. Ich glaube, dass es bei Wolf und Gutenberg ich will die Sachen nicht banalisieren, aber beide haben keine Bank ausgeraubt, keine Kinder geschändet. Ja. Und so, also über Verfehlungen
mittleren oder kleineren Ausmaße. Gut, wenn man Doktorarbeit abschreibt, finde ich schon was eine größere Geschichte. Ja. Aber da muss man. Aber es wird darüber eigentlich fast wie eine Haupt- und Staatsaffäre berichtet. Und das liegt daran, dass diese beiden vorher auch welche waren, die mit einer unheimlichen Moralsoße durch die Welt gelaufen sind. Hm. Und andere, wenn die vergleichbare Nicklichkeiten gemacht haben, immer super moralisch abgekanzelt haben. Ja. Das erhöht natürlich die Fallhöhe, weil es diesen schönen Kontrast gibt. Ja. In diesem Kontrast liegt eigentlich die Spannung. In der Berichterstattung liegt nicht ein wirklicher Wert. Also mich, ich finde, dass man das aufklären muss bei Wolf, aber ich kann es nicht mehr ertragen, jeden Tag so und so viel Wolf melden. Ja, Flugmeilen, ja, langsam wird es ja echt. Weil ich denke, was ist der Informationsgehalt? Ja. Also wir haben gegenwärtig mit dem Euro und anderen Themen wirklich ernste Probleme. Der Bundespräsident soll halt irgendwann mal alles auf den Tisch legen, dann guckt man sich's an und bewertet es einmal und dann ist es gut. Mhm. Aber diese Geschichte so die Medienkanäle verstopft, macht uns ja alle blöd. Aber gleichzeitig, und das ist ja dann wieder der Witz an der anderen Stelle, wäre ja wohl wahrscheinlich gar nicht, also sowohl innerhalb seiner eigenen Partei als auch innerhalb, ich nenne es jetzt mal deutschen Medienöffentlichkeit, überhaupt in dieses Amt gekommen, wenn es nicht diesen Anspruch auch an den Politiker beziehungsweise natürlich auch den Bundespräsidenten gibt, dass das halt sauber Männer sind. Und das wäre ja dann noch eine andere Frage, was wir ja im Moment auch erleben, was wir ja auch im Wahlkampf immer so gesagt haben, endlich normale Menschen in der Politik, natürlich auch mit ihren Schwächen, die natürlich auch unglaubliche Fehler machen. Und klar, das mit dem Freund einstellen war bescheuert. Und man kann sich natürlich auch darüber streiten, wie intelligent das jetzt mit diesen Koksbildchen war und so, aber auch da, ne, wir haben keine Bank ausgeraubt, wir haben, ist halt ein bisschen pubertär, aber das ist doch, glaube ich, auch eine Frage. Ich weiß nicht, inwieweit da unter Bundestagsabgeordneten drüber diskutiert wird oder in den Parteien, aber dieses moralische Gerüst, das man nach außen hin aufbaut und natürlich dann gleichzeitig auf den Fluren immer so, naja, hast du gehört, hier der soll mit dem oder die mit der oder ne, so, das dann nicht, also jetzt nochmal im Sinne dieses Abrüstens auch einfach besser, wenn, also nicht nur wie bei uns, mir geht da manchmal auch auf den Sack mit was für einem moralischen Duktus wir da wieder angeritten kommen und man manchmal so den Eindruck hat, wenn man da Leuten von uns zuhört, so von wegen, da kommt jetzt so der bessere Mensch und man braucht dann auch keine Toiletten mehr im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus, weil da kommt nur Rosenduft und alles Mögliche, einfach, dass mal alle sagen, yo Kinder, wir haben halt auch ein Privatleben und wir machen halt auch Schweinkram, das wenigste davon beeinflusst aber unsere Arbeit Abgeordnete, als Volksvertreter, weil darauf kommt es ja eigentlich, ne? Helmut Kohl hat immer gesagt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ne? Also das wäre nochmal eine Frage, wie du da so die Diskussion auch unter Parlamentariern oder in bei euch in der Partei irgendwie erlebst, was so die moralischen Ansprüche an Politiker angeht. Ja, also da gibt's Frage, um es zuzuspitzen, die Frage ist doch, wie sauber muss ein Politiker sein? Ne? Ja. Das ist halt, also erstmal denke ich, es wäre viel gewonnen, das habe ich auch schon vor der Wolf-Affäre mal beim Stern im Interview gesagt, wenn wir uns dieses blöde Wort vom Vorbildcharakter des Politikers abschminken. Wie sollen wir, wenn wir einerseits unser Volk repräsentieren, das Steuern hinterzieht, die Straßenverkehrsordnung bricht, also das sind so allerwelts Geschichten, die da vorkommen, müssen wir uns nicht wundern, dass es irgendwie auch in der politischen Klasse vorkommt. Trotzdem muss sich jeder Politiker gefallen lassen, dass er eben nach den allgemeinen Gesetzen dann auch ein Urteil kassiert. Ja. Aber ich finde, das, was man einem Kollegen verzeihen würde, sagt, okay, du hast richtigen Mist gebaut, da musst du jetzt auch die rechtliche Konsequenz tragen, aber du kriegst eine zweite Chance. Ja. Das sollte man auch beim Politiker grundsätzlich handhaben. Mhm. Wir sind übrigens auch nicht Kirchenoberhäupter und näher zu Gott und Stellvertreter Gottes auf Erden, sondern wir kommen aus dem Volk,
Auch der Bundespräsident wird in der Regel aus der politischen Klasse rekrutiert und nicht aus irgendeiner Spezialproduktion von Menschen, die besonders heilig sind. Deshalb soll man die üblichen Maßstäbe ansetzen. Und ich finde, das entscheidende Bewertungskriterium für einen Politiker ist eigentlich, ob er ehrlich das tut, was er vorher gesagt hat, dafür ernsthaft kämpft. Das heißt nicht dieses dumme Wort, was ich auch immer wieder bei Twitter als Kritik an mir sehe. Ihr habt doch auch nicht alles durchgesetzt, was ihr vorher versprochen habt. Ich habe noch nie versprochen, dass ich irgendwas erreiche, sondern ich habe dafür versprochen, dass ich dafür kämpfe. Weil solange ich nicht alleine über die Mehrheit verfüge, kann mir niemand vorwerfen, dass ich mit einem anderen Kompromiss mache. Dann kann man sagen, es war ein blöder Kompromiss und du hast da schlecht gearbeitet. Aber das sind so moralische Kategorien, die so in der Politik meines Erachtens nichts verloren haben. Es geht um eine Ethik der Politik. Und zwar ernsthaft das zu machen. Und wichtig ist bei einer Ethik der Politik auch so im politischen Amt nicht private, insbesondere nicht private wirtschaftliche Interessen Einfluss nehmen lassen auf das, was man handelt. Wir sind mit dem Auftrag da erstmal, das ist auch ein großes Wort, fürs Allgemeinwohl der Bevölkerung tätig zu sein. Und dann haben wir über unsere Parteien eine Interpretation, wie die Partei das definiert. Also wie sie sagt, wie kommen wir dahin, dass es möglichst allen möglichst gut geht und dass es gerecht zugeht. Und daran sollte man in erster Linie gemessen werden. Das heißt nicht, dass man natürlich nicht entsprechende Rechtsbrüche auch diskutiert, aber dann mit dem normalen Bewertungsmaßstab und nicht mit diesem Hype. Also ich fand zum Beispiel, eigentlich, wenn man sich diesen Wolf anschaut, das, wofür man ihn am heftigsten kritisieren muss, ist das, was er zu Rau gesagt hat wegen einem Flug, der, ich weiß gar nicht, wie der finanziert war. Da hat er gesagt, ich leide physisch darunter, dass wir einen solchen Bundespräsidenten haben. So etwas fällt einem zu Recht auf die Füße. Ich denke, so sollte man über andere nicht reden, aber in der politischen Klasse gibt's da durchaus Kontroversen. Ich kann mich dran erinnern, ich habe mal einen Kollegen von der CDU Schutz genommen, weil er als Aufsichtsratsmitglied eines Energieversorgers eine Billigung für seinen Hausstrom bekommen hat, die alle Leute, die in diesem Betrieb mal waren, bestimmte Funktionen hatten, weiter bekamen, auch wenn sie ihn verlassen haben. Alle, unabhängig davon, ob die nach Hause gegangen sind in Rente oder in die Politik gegangen sind. Er hat gesagt, da kann man mal drüber reden, ob eigentlich das die Aufgabe ist, von dem Energieversorgungsunternehmen solche Rabatte zu geben. Aber ich kann den Kollegen eigentlich nicht dafür kritisieren, wenn er etwas, was nicht nur er bekommen hat, weil er Politiker ist, sondern alle, die diese Funktion hatten, habe einen Anruf von meinem Parteivorsitzenden damals gekriegt, der mich übel beschimpft hat, weil ich sozusagen in der Kritikkampagne gegen den politischen Gegner geschont habe. Und ich habe gesagt, nee, ich bin auch gerade, weil ich Mitglied des Immunitätsausschusses bin, ich bin dafür, dass wir da mit allen fair umgehen, weil Fehler gibt's in allen Fraktionen, in allen Parteien mal. Und ich bin dafür, dass wir faire Maßstäbe ansetzen und nicht bei den anderen immer sagen, die messen wir einer großen moralischen Elle und bei uns selber reden wir uns raus, weil das kotzt die Leute auch an, dass man immer das Gefühl hat, die eigenen Leute verteidigt man und beim Gegner ist man beliebig in den Kriterien, nachdem man sie kritisiert. Ja. Vor allen Dingen, was ich ja auch, und das mit dem Rabatt ist ja auch ein super Beispiel. Ich glaube, und das habe ich auch nochmal gestern in einem anderen Zusammenhang in einem Podcast auch über diese Wolf-Geschichte gesagt, wenn du hier auf die Straße gehen würdest, in jede beliebige Fußgängerzone, glaube ich, in Deutschland, aber wahrscheinlich sogar in der Welt, und man da Leute fragen würde, hier, nehmen Sie einen 500.000 € Kredit zu 2% an oder was da jetzt die Konditionen waren, die da sagt, würden dann wahrscheinlich alle Leute sagen, ja klar, warum nicht? Also so viel Geld für so wenig Zins und kann man ja mal gucken, was passiert. Und genauso mit dem Strom, dass man sagt, naja, das ist jetzt bei uns so üblich und ich denke da jetzt nicht auch groß drüber nach, so nach dem Motto, ich verdiene ja eigentlich genug, um den ordentlichen Preis zu bezahlen oder sonst irgendwas. Und das macht auch, glaube ich, keiner, weil genauso, wenn du fragen würdest, hier wollen sie weniger Geld für den Strom, so, und dann aber
natürlich wieder und ja, da können wir uns einmal, glaube ich, als politische Klasse irgendwie an die Nase fassen und dann natürlich auch die Medien, weil es sich so leicht skandalisieren lässt, dass man dann doch wieder drauf rumhaut. Und da ist ja jetzt quasi die Frage, und das bezweifle ich jetzt nochmal ernsthaft, ist es denn überhaupt möglich, da nochmal so ein allgemeines Agreement unter den Parteien zu bekommen, dass man sagt so, okay, bei Rechtsverstößen natürlich müssen die entsprechend der rechtlichen Grundlage geahndet werden, aber darüber hinaus dann so eine riesen Moral-Show daraus zu machen, so von wegen, jetzt, das ist jetzt der Grund, warum Deutschland explodiert. Also das wäre ja nochmal die interessante Frage. Also siehst du da Land in Sicht? Weil ich persönlich eigentlich nicht. Nee, also ich sehe da ein übles Zusammenwirken von Medien eigentlich und politischer Konkurrenz, die immer sozusagen Anreize geben, da einfach mit draufzuschlagen. Ich habe mich ich war hier in Berlin in der Weihnachtspause, ich habe mich dem verweigert. Ich habe einmal was zu Wolf gesagt, weil das fand ich eine präzise Frage, nämlich nach der Frage, warum hat er, wenn das ein Privatkredit von den Gerkens war, was hatte der Gerkens als emeritierter Unternehmer, der war ja nicht mehr Unternehmer, dann in der Wirtschaftsdelegation verloren. Ja, genau. Das ist eine präzise Kritik, wo Amt und Privatleben vermischt werden. Also tue ich jemandem eine Gefälligkeit, der mir eine Gefälligkeit tut. Darf ich privat machen, wenn ich jemanden, wenn jemand mir sagt, ich helfe dir jetzt privat bei dem Kredit aus der Patsche und ich sag dem, okay, und ich habe da etwas privat, da kann ich dir auch entgegenkommen. Was weiß ich, du kriegst mein Ferienhaus mal umsonst oder solche Sachen. Okay, aber ich darf nicht sagen, ich krieg privat eine Gefälligkeit und dafür kriegst du eine Gefälligkeit von mir in meinem Amt oder Mandat. Ja. Dann, das ist sozusagen eine Vorstufe der Korruption, ist nicht Korruption im strafrechtlichen Sinne, aber das ist nicht sauber. Und ich finde, es ist viel gewonnen und man opfert da halt mal in den Schlagzeilen zu stehen, wenn mehr Leute sagen, okay, ich kritisiere präzise und der andere dann halt wieder mit allen Kanonen drauf schießt, dann fliege ich aus der Agenturmeldung wahrscheinlich raus. Das ist der Preis, den man zahlt, aber man leistet erstens einen Beitrag, kleinen Beitrag dafür, dass es vielleicht nicht noch schlimmer wird, die politische Debatte. Und eigentlich führen diese präzisen Kritiken auch nur zu einer Änderung, weil ich meine, in dieser Debatte steckt ja auch immer jede Menge Sozialneid. Ja, und der Sozialneid hat eigentlich in der Debatte nichts zu suchen, sondern ist die Frage, und darauf haben die Bürger wirklich einen Anspruch, dass wenn ich in der repräsentativen Demokratie ein Mandat oder Amt einnehme, dass ich im Sinne des Auftrags meines Arbeitgebers, das ist nämlich das Staatsvolk, in seinem Auftrag handle und nicht im Sinne meiner persönlichen Interessen als Privatmann. Ja. Ich stelle jetzt nochmal eine Frage, dann werde ich kurz rausgehen und noch ein bisschen Wasser holen, aber das geht ja ohne mich hier ganz gut. Wir hatten ja schon von der Veränderung Bonn-Berlin gesprochen. Ich glaube, es gibt noch eine Veränderung, aber vielleicht täusche ich mich da, ja. Also ich habe so den Eindruck, dass es eine vermehrte Tendenz zu dieser Art des Home-Story-Berichts gibt, dass halt Zeitschriften, also zum Beispiel der Spiegel, da habe ich es nun selber auch erfahren, dann gerne so eine Home-Story macht. Es soll eigentlich über irgendwas berichtet werden, aber es wird dann an eine Person gebunden und dann wird halt dann wird der begleitet und geguckt, wie wohnt er denn, wie lebt er denn und Dinge, die eigentlich gar nicht mit der Sache zu tun haben, werden dann so damit verbunden. Und das sieht man ja jetzt auch bei den ganzen Geschichten über die Piratenparlamentarier in Berlin, die da auch immer nach Hause begleitet werden und dann wird geguckt, was sind das für Leute. Klar, es gibt da ein gewisses Interesse dran, aber naja, wenn es um Inhalte geht, sind doch eigentlich die Personen gar nicht so relevant. Es gibt sicher Sachen, die man erzählen kann, die einen geprägt haben, um jemanden
zu verstehen, wie er politisch tickt. Aber ich habe zum Beispiel eine eiserne Regel und die habe ich mir in Berlin genauso erhalten wie in Bonn. Es kommt mir kein Journalist, es sei denn, es ist ein privater Freund und eine private Freundin von mir in meine Wohnung. Mhm. Ja. Als, ja. Wenn man selber, man hat das selber in der Hand. Und es gibt natürlich ein Lockmittel des Boulevard und auch der Bild-Zeitung, über solche Herz-Schmerz-Geschichten jemanden berühmt zu machen, auch Leute in der Kommunikation zu erreichen, die sich für politische Inhalte nicht so sehr interessieren. Und das kann der Karriere in einer bestimmten Phase helfen. Ja, bei Wolf war aber das hat den Preis, dass man natürlich insgesamt sein Privatleben freigibt zur Berichterstattung. Hm. Und ich habe darüber relativ früh nachdenken müssen, weil als schwuler Mann und als jemand, der Schwulenpolitik macht, war ja sozusagen im konservativen Sinne sagt man immer, Sexualität ist doch Privatsache. Natürlich ist es keine Privatsache, ob man als Schwule gleiche Rechte hat. War immer ein Angebot oder ein Versuch mancher Medien zu sagen, ja, da wollen wir mehr Farbe reinbringen, mehr Authentizität, indem man irgendwie das Liebesleben und das Privatleben zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht hat. Und da habe ich gesagt, nein, es ist eine politische Frage, ob Schwule gleiche Rechte kriegen. Ja, ja, klar. Und ich finde es keine wirkliche Privatsache, ob man sagt, wie man selber lebt, weil das prägt schon mehr als das, was man im Bett macht, ob man schwul oder heterosexuell oder lesbisch ist. Aber das heißt nicht, dass mein Privatleben damit der Öffentlichkeit gehört, das soll genauso privat bleiben können bei anderen Kollegen. Es gab aber, das ist glaube ich nicht nur ein Bonn-Berlin-Swift. Es gab auch früher diese ganzen Spitzenkandidaturkampagnen, wo Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentenkandidaten oder Kanzlerkandidaten mit den Kindern und der Ehefrau gezeigt haben, hier wählt ihr nicht nur ein Programm, ihr wählt auch eine heile, konfliktfreie Welt. Und bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Und gleichzeitig natürlich haben sie damit auch kommuniziert, was in Ordnung ist. Ja. Und alles, was da auf so einem Bild nicht passt, das ist dann nicht in Ordnung. Also das gab's schon vorher und das ist natürlich, hat ja auch immer die Fallhöhe bei Leuten, die sich dann haben scheiden lassen oder wo eine Affäre bekannt wurde, eine gewisse moralische Fallhöhe produziert, die sie sich hätten sparen können, wenn sie das diskreter gehandhabt hätten. Ja, ich meine, ich habe ja auch, ich mache ja diese Erfahrung erst im Moment so, aber ich habe mir halt auch vorgenommen, so Home Stories und den ganzen Kram, den lasse ich halt mal lieber sein, weil ich habe halt auch das Gefühl, wenn du einmal mit dem Thema anfängst, dann ist dann der Rubikon überschritten, wie es so schön heißt. Und man kommt dann da auch aus der Nummer nicht mehr raus, weil dann sagen sie so, naja, was hast denn jetzt auf einmal, also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, vielleicht bei anderen, aber ich finde das immer schwierig auch. Wo ich mir aber auch so denke, nee, das hat doch auch nichts damit, also wieder, ne, dieses, was hinten bei rauskommt, das hat doch nichts damit zu tun, ob ich ein guter Parlamentarier bin, ob ich in meinen Ausschüssen gut arbeite, ob ich auch in der Fraktion gute Arbeit mache, ob ich jetzt zu Hause in, weiß ich nicht, einer Einzimmerwohnung lebe oder einer Fünfzimmerwohnung und ob ich da irgendwie mit 20 Leuten lebe oder einer Ziege oder sonst irgendwas, ja. Das finde ich halt immer so interessant. Eine Bekannte von mir hat neulich mal die These geäußert, die meinte, die Politik würde, die Berichterstattung über die Politik würde das übernehmen, was so das Theater früher gemacht hätte. Also so das Theater als nochmal Spiegel so fürs Volk, immer mit unglaublich dramatischen Geschichten über den König und sonst irgendwas, ja, und dann gibt es eine Katharsis und eine Reinigung und eine dieses Erlebnis, ach mein Gott, denen geht's ja noch schlechter als mir. Und sie meinte so, dass da so ein Wandel halt stattfinden würde, so von wegen, dass diese Geschichten jetzt auch über Wolf, ne, dass oder Gutenberg ist, finde ich, wahrscheinlich dann noch ein besseres Beispiel, weil wir da auch direkt den König, ne, den Adel wieder drin haben, aber
das dann so eine Inszenierung hat, wie in so eine Dramaturgie, wie so ein Theaterstück, ne? Mhm. Ja, also diese Krisen oder diese Skandale verlaufen immer nach dem Motto. Mhm. Erst wird er hochgeschrieben, dann kommt irgendwie und das ist eben das Erschreckende, finde ich. Dann kommt entweder ein wirklicher Skandal oder nur ein Kommunikationsdebakel. Und dann kommt eben die Katharsis mit, dann wird er zu Tode gehetzt und irgendwann tritt er dann zurück oder wird abgewählt und dann ist es gut. Ja. Und der Verlauf dieser Skandale richtet sich eigentlich nicht danach, ob wirklich etwas ist, wo man sagen kann, also da hat er die Erwartungen, die man an einen Politiker zu Recht haben darf, verletzt, sondern er kann genauso gut über etwas, wo er dann hinterher sozusagen freigesprochen wird, wo rauskommt, zwar gar nichts dran, darüber genauso stolpern wie über eine echte Korruption. Ja. Und das, finde ich, zeigt, dass diese Art von Medienrezeption von Skandalen und auch der Umgang der Politiker mit diesen Medienskandalen, das ist ja immer ein Wechselverhältnis. Mhm. Da sind die Medien nicht die Bösen, sondern wir arbeiten alle da in einem komplexen sozialen Vorgang mit. Mhm. Dass es eigentlich uns alle blöd macht. Mhm, ja. Weil es ist alles einerlei. Ja? Ob jemand mal, was weiß ich, vergessen hat, eine Rechnung unverzüglich zu begleichen oder tatsächlich Geld eingesteckt hat von einem Unternehmer, damit er ihm ein anderes Gesetz liefert. Das ist irgendwie alles eins. Und das ist eben nicht eins. Eine selbstbewusste demokratische Gesellschaft würde eigentlich sagen, nee, wir wollen da andere Kriterien. Und das ist auch in dieser Wolf-Debatte so. Es gibt Punkte, die muss man wirklich hinterfragen. Diese Vermischung von privat und öffentlich. Aber es gibt Sachen, die interessieren mich nur rudimentär. Weil sie mit dem Amt nichts zu tun haben. Aber ist denn dann in so einem Zustand eigentlich auch so das, was die Piraten ja immer fordern oder was wir halt auch versuchen im Moment in der Fraktion, ist denn dann diese transparente Politik, die man sich immer wünscht, ist das überhaupt möglich? Ist ein Mangel von Transparenz eigentlich überhaupt das Problem an der Stelle? Oder? Nein, also ich glaube das letztendlich nicht, weil also Transparenz ist wichtig, deshalb finde ich so Sachen wie Informationsfreiheitsgesetz, dass man in die Akten einer öffentlichen Verwaltung schauen kann, das finde ich eine wichtige Geschichte, weil da hat der Bürger den Anspruch, das läuft nach Recht und Gesetz. Zum Beispiel ein politischer Prozess sieht vor der Öffentlichkeit. Also wenn ich mir vorstellen würde, Koalitionsverhandlungen oder ein Koalitionsausschuss wäre im Livestream. Ja, dann ist doch klar, dass alle Absprachen und Verhandlungen vor dem Termin stattfinden und im Livestream nur noch die Darstellung des aktuellen Diskussionsstandes zelebriert wird. Ja. Diese Gefahr ist auch, die ist gegeben. Ja. Das ist dann manchmal noch viel untransparenter. Und ich meine, ich habe ja viele Verhandlungen gemacht zum Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeit, die Antiterrorgesetze, das Zuwanderungsgesetz, was der längste und komplizierteste Verhandlungsprozess war. Ich weiß noch, wo wir Rot-Grün die Vorlage verhandelt hatten. Wir waren jeweils drei Leute von beiden Fraktionen, inklusive Schilly, und wir haben uns manchmal getrennt als Verhandlungsgruppen und haben wir uns auf dem Flur oder manchmal auf der Toilette zu zweit darüber verständigt, was wir jetzt in unseren Gruppen mal ausprobieren, ob das ein Kompromiss sein könnte. Aber da war schon dieser Prozess, dass zwei Leute, obwohl man eine Sechsergruppe war und nicht die Öffentlichkeit oder ohne die Beamten des Ministeriums, man mal ausprobiert, ob man sich da oder da annähern kann. Und das war wichtig, dass es dann erstmal nur zwei waren, weil damit keine Zeugen da waren, um einen Gesichtsverlust in der Verhandlungssituation zu haben. Das gehört ja alles zu einem komplizierten politischen Prozess, wo verschiedene Positionen auf einen gemeinsamen Standpunkt finden müssen, damit dann eben überhaupt was passiert. Mhm. Wenn man das öffentlich macht, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Und natürlich ist das also jetzt gegenüber der Öffentlichkeit intransparent. Aber
ist auch gleichzeitig der Schutz von Kompromissbildung. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass da geschützt wird, dass jemand einen Umschlag mit Geld drüber schiebt, sondern dass man sagt, okay, ich gebe dir aber jetzt was bei den Flüchtlingen. Dann gibst du mir was bei irgendeiner Sicherheitsmaßnahme. Dann stellen wir ein paar Polizisten mehr ein. Und da gibt es so Deals, wenn man die öffentlich machen würde, könnten beide Seiten das politisch nicht mehr tragen, sondern man hakt sich dann unter und sagt, okay, das ist jetzt nicht unser Wunsch, aber das ist durchaus eine vertretbare Maßnahme und umgedreht macht man es auch. Sagt, gut, das war jetzt uns kein richtiges Anliegen, aber humanitär ist es eigentlich schon okay. Und dann kann auch gemeinsam rankommen. Und da tötet das Öffentlichkeit. Und ich kenne das ja auch, ihr macht das ja mit in euren Fraktionssitzungen. Bin gespannt, wie lange ihr das machen werdet. Weil wir hatten früher, als ich in Bonn angefangen habe als Mitarbeiter, hatten wir öffentliche Fraktionssitzungen. Mm. Die gingen in der Bundestagsfraktion, die begannen mittags und gingen manchmal bis 2, 3, 4 Uhr morgens. Ja. Da saß immer hinten Presse drin. Es gab nur 2, 3 Journalisten, die das nach den ersten Monaten, wo das neu war, ertragen haben. Ja, ist bei uns mittlerweile genauso. Da flossen Tränen und da gab's die Konflikte waren viel härter, weil alles öffentlich war. In der geschlossenen Fraktionssitzung geht's viel schneller, weil man wird eh nicht berühmt durch eine Fensterrede in der Fraktion, sondern da muss man wirklich was inhaltlich zu sagen haben, sonst beeinflusst es sozusagen die Meinungsbildung nicht wirklich. Und das entspannt, das entstützt, schützt die Leute und es hilft auch mal zu sagen, okay, wenn es um Streit gibt, wer redet jetzt welcher Debatte? Ja. Dann sagt man halt, okay, du redest jetzt bei der ersten Lesung, der andere bei der zweiten Lesung. Sowas geht dann viel eher, weil es niemand sieht. Ja. Und jeder hat was bekommen. Wenn das vor der gesamten Partei stattfindet, sagt man, okay, das ist jetzt der Loser, der hat nachgegeben, den wähle ich das nächste Mal nicht. Ja, das war in der Zeug im Kreuz. Ja, das war in der letzten Fraktionssitzung bei uns, war das in der Tat eine etwas schräge Situation, auch nochmal diese Diskussion über die Rede mit die Erwiderung auf Vorbereits Regierungserklärung und wer da jetzt wie viel redet und ist ja legitim zu sagen, dass man sagt, okay, man teilt das irgendwie auf mehrere Leute auf, aber dann sollte da auch klar sein, wo es halt irgendwie geht, ne? Und also ich glaube, die Sitzung wäre wahrscheinlich auch so gelaufen, wenn sie hinter verschlossenen Türen abgelaufen wäre, was ich bei uns immer oft merke, ist, oft interessieren sich Leute für gewisse Dinge gar nicht und erst in dem Moment, wo dann alle beisammen sitzen und man was zur Sprache bringt, dann sagt nochmal einer, ach ja, da könnte ich ja jetzt auch nochmal, ne, so. Und dass das dann aber gleichzeitig in der Öffentlichkeit, und das hat mich eigentlich positiv überrascht, dass das gar nicht so thematisiert worden ist, wobei morgen kommt, glaube ich, noch ein Artikel in der Frankfurter Sonntagszeitung. Aber natürlich schwierig. Aber das wird auf Bundesebene viel schwieriger, weil ich meine, Landespolitik Berlin ist ja auch eine Stadt, man kann sagen, das ist jetzt fast ein Zitter zwischen Landes- und Kommunalpolitik. Ja. Steht da man natürlich nicht so im öffentlichen Interesse, aber man muss sehen, wenn man solche Prozesse Konkurrenzen zu entscheiden und so alles öffentlich macht, dabei gibt's immer Tote, ja? Ja. Also man beschädigt die Leute ohne Not. Und dann stimmt man ab und dann wird geguckt, wer hat für wen gestimmt, also der gehört zu dessen Gefolgschaft. Ja. Das führt auch zu einer Art von Verfestigung, die gar nicht gut ist, weil ich entscheide mich manchmal auch für jemanden, wir haben ja auch so Parteiströmungen und sowas. Wenn ich denke, die Person ist aber bei dem Thema am fittesten und die ist echt jetzt zu kurz gekommen und die ist jetzt einfach auch mal dran, solche Kriterien, die dann gegen die Obedienzen besprechen, das könnte man alles gar nicht mehr so frei machen, weil man müsste sich gleich vor der ganzen Partei, vor allen Leuten rechtfertigen, was waren da die Kriterien,
Und ich glaube, das lenkt auch von den politischen Inhalten ab. Das macht ja sozusagen Politik mehr zum Drama. Ja, ja. Also Drama von Interaktion, von bostenden Egos, weil Abgeordnete haben alle ein ausgeprägtes Ego, sonst hätten sie sich bei der Listenaufstellung schon gar nicht durchgesetzt. Ja. Und dann geht's doch eigentlich dann in der Politik nicht. Es soll ja eigentlich doch primär um Inhalte gehen und nicht primär um Personen. Natürlich gibt es keine Inhalte ohne Personen. Mm. Aber man verschiebt die Relevanz und kommt eigentlich da zu einem ähnlichen Effekt wie bei diesen Yellow Stories. Man macht sozusagen die Interaktion, die Persönlichkeit einer Person zu viel wichtiger als den Inhalt. Und das untergräbt eigentlich ein bisschen die demokratische Auseinandersetzung, wenn die Medienkanäle mit solchen Dramen gefüllt sind, statt dass man über den Vorschlag redet. Ist das ein guter Vorschlag? Die anderen? Ja, dazu? Ich finde das gerade witzig im Zusammenhang natürlich mit dem, was die Piraten fordern. Was wir fordern, dass wir natürlich eigentlich sagen, naja, wir wollen durch diese Transparenz eine im Grunde genommen Versachlichung der Politik herbeiführen und das nachvollziehbar wird auf Grundlage welcher möglichst objektiven Kriterien Entscheidungen getroffen worden sind und man ja jetzt auch merkt, auch aus deiner Beschreibung, ich meine, der Herbert Rusche, der ja auch, glaube ich, in der ersten Bundestagsfraktion von euch war, der ist ja jetzt bei uns, ich hatte mich mal mit dem lange unterhalten und er meinte irgendwie das erste halbe Jahr bei den Grünen, aber ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber das erste halbe Jahr bei den Grünen, meinte er, wäre so ein bisschen dafür draufgegangen, dass da auch so Ego-Gefechte zwischen irgendwie Fischer und Chili ausgetragen worden sind. Natürlich auch in der Öffentlichkeit. Das ist schon sehr interessant, ne? Das ist dann witzig, wenn bei uns diese Transparenz so zu einer Art Dogma wird, ne? Und man so denkt, das bringt jetzt, das macht uns jetzt alle glücklich und man eigentlich damit Prozesse befördert, die dem entgegenwirken. Differenzierten Begriff von Transparenz. Ja, dann definiert haben wir das nie. Ich glaube, dass alles öffentlich ist nicht wirklich transparent. Weil dann versuchst du halt zum Beispiel, während du in einer nicht öffentlichen Sitzung kannst du sagen, okay, ich versuche dadurch meine Argumente zu überzeugen, dass ich irgendwas durchbringe. Es gefährlich wird, dann sichere ich das, weil es öffentlich ist, dann sichere ich das halt vorher durch Gespräche und Telefonate ab, die natürlich auch nicht öffentlich sind und deshalb ist das auch nicht transparent. Also ich glaube, es ist eine Verwechslung, alles, was öffentlich ist, für transparent zu halten und das Nicht-Öffentliche das Gegenteil davon. Es geht darum, bei Transparenz, dass Dinge nachvollziehbar sind und auch Dinge, wo man Anspruch drauf hat, dass sie offengelegt werden können. Oder dass es da eine Möglichkeit gibt, auch das einzuklagen. Und das findet halt irgendwo bestimmte Grenzen, weil es Interaktionen von Menschen sind. Und deshalb muss man sich überlegen, wo kann man mit welchen Instrumenten mehr Transparenz erreichen und wo bringt die was für den politischen Prozess, auch für die Bevölkerung als Teilnehmer und Auftraggeber der demokratischen Willensbildung und wo schadet es eher? Ja. Naja, nun möchte ich der Piratenpartei nicht ausreden, da die Sitzungen weiterhin so zu machen mit Streaming. Also ich finde es sehr interessant. Aber man muss sich eben wirklich bewusst sein, was du eben gesagt hast. Man muss sich wirklich bewusst sein, dass sich dann das Intransparente woanders hin verlagert. Ja, ja, das lässt sich nicht vermeiden letztlich, dass solche Dinge dann vorab oder in der Toilette oder sonst wo besprochen werden. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein. Das wird sich nicht ausschalten lassen. Ja, und ich würde mal eine Wette drauf abschließen, dass wir haben das ja alles ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen nicht mit denselben Überlegungen gestartet sind. Und wir haben halt einfach dann konkrete Erfahrungen gemacht im Spannungsverhältnis von Öffentlichkeit und politischem Prozess. Und also es gibt ja auch die Diskussion für den Bundestag, öffentliche Ausschusssitzungen. Ich habe da eine Mittelposition. Ich finde insbesondere, weil der Bundestag ja viele Themen dann im Plenum gar nicht mehr diskutiert. Da gehen die Debatten zu Protokoll und
das finde ich einen großen Nachteil, weil zu Protokoll heißt, man redet nicht mehr miteinander, sondern man gibt vorgefertigt, ohne dass man weiß, was der andere sagt, einen Sprechzettel ab im Prinzip. Und das ist keine Debatte und Parlament kommt ja schon im Namen nach von miteinander sprechen. Und da bin ich dafür, dass man sagt, man macht Ausschusssitzungen, wo man intern berät, und da, wo es nicht ins Plenum geht, macht man sozusagen vor der abschließenden Beratung. Abstimmung, macht man einen öffentlichen Teil, damit die Öffentlichkeit erfährt, ganz transparent, warum, welche Partei was vertritt und was Gegenargument zu dem Argument des anderen ist, weil das fällt sonst unter den Tisch bei diesem zu Protokoll geben. Das finde ich notwendig. Aber vorher die Klein-Klein-Beratung zum Teil oder wo man auch ja manchmal Sachen von der Opposition übernimmt, weil man gemerkt hat, da hat man wirklich was übersehen, einen Fehler gemacht und so. Das würde alles wieder nicht mehr stattfinden, wenn dann diese Prunksitzungen stattfinden. Weil sobald es öffentlich ist, hat es einen Aspekt von politischer Prunksitzung. Man stellt dar und das heißt, man redet nicht mehr wirklich offen über die Sache und es kostet auch unnötig Zeit, weil sobald es öffentlich ist, hofft natürlich jeder, der keine Rede im Plenum kriegt, dass durch einen langen Redebeitrag er noch ein Quote in irgendeiner Zeitung findet oder wenigstens in einem Blog oder Naja, also es gibt jetzt eine Wette, wann die Piraten von den öffentlichen Fraktionssitzungen auf also abrücken. Ich sag jetzt keinen Zeitpunkt, aber ich wette, das kann man schlecht dagegen wetten, weil ich muss dann nie zahlen. Ich kann sagen, das kommt noch. ich wette, dass man sich da von der absoluten Öffentlichkeit jeder Sitzung im Laufe der Jahre verabschieden wird. Es hat bei uns, glaube ich, auch 8 Jahre gedauert, Also die erste und die zweite grüne Fraktion waren die Sitzungen noch öffentlich und das hat auch wirklich die Auseinandersetzung in der Partei wirklich versaut, weil man hat überhaupt nicht mehr gemerkt, wie scharf man zum Teil war, was bis zur der dramatischen Pressekonferenz in der Parteigeschichte bei uns ein prägendes Element geführt hat. 10 Jahre Grüne und dann gibt es eine Pressekonferenz mit den 3 Sprechern, also 2 Sprecherinnen und einem Sprecher des Bundesvorstands, wo sie sich in der Pressekonferenz gegenseitig zum Rücktritt auffordern. Es war eigentlich eine Jubiläumspressekonferenz, wo man zeigen wollte, wie toll es ist, dass es einen gibt. Und die waren auch Mitglieder der Fraktion. Nein, aber das hat natürlich die Auseinandersetzungsformen geprägt, dass man irgendwie überhaupt kein Gefühl mehr hatte für was geht noch und was geht nicht, weil man sich ja ständig die ganze Zeit aggressiv in den Haaren lag. Also die Grünen waren ja viel kontroverser und breiter aufgestellt als es die Piraten. Wir liegen uns auch oft genug in diesen Sitzungen aggressiv in den Haaren. Ja, was sich dann immer. Heute einfach muss man sehen, wo die Grünen 79 herkamen. Von der Grünen Aktion Zukunft, die von einem CSU-Bundestagsabgeordneten gegründet wurde, bis zum Kommunistischen Bund und Leute, die aus dem KBW ausgetreten waren. Und das war natürlich hoch ideologisierte Auseinandersetzung. Da war das Spektrum schon ein bisschen breiter und entsprechend hart waren dann auch die Kämpfe. Ja. Und wenn die dann in der Öffentlichkeit stattfinden, noch besonders, klar. Ja, da sind wir natürlich auch schon bei den neuen Kommunikationsformen. Welche Rolle spielen die? Also du hattest schon erwähnt, da will man doch wenigstens in einem Blog sein. Ist das eine relevante Größe? Hat sich da was verändert, dass tatsächlich eben auch diese ganze, auch YouTube, dass eben Sachen dann eben auch bei den Piraten dann sogar aus den Fraktionssitzungen dann im Internet landen? Ich finde, es gibt eine große Chance, insbesondere für die Sachen, die es eben in die Mainstream-Medien nicht schaffen, doch Leute zu erreichen. Das ist für mich das größte Plus, warum ich das gerne mit Twitter und Facebook und so weiter mache, weil ich zum Beispiel, ich mache Menschenrechtspolitik, viele Konflikte und Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Ländern sind bei den Journalisten
nicht auf der Agenda, da kriege ich keinen Bericht unter. Auch wenn ich eine Anfrage im Parlament mache, das Außenministerium mir antwortet und so weiter. Über Twitter und Facebook kann ich diese Sachen verbreiten und da erreicht es die Leute, die das interessiert. Die habe ich vorher nur noch erreichen können, indem ich umständlich das zusammengestellt habe, kopiert habe, dann meine Mitarbeiter verdonnert habe, das in Umschläge zu stecken. Aber da konnte ich auch nur die erreichen, von denen ich wusste, dass sie das wollen. Also diejenigen, die sich bei mir nie gemeldet hatten, um in den Verteiler aufgenommen zu werden, habe ich nicht erreicht. Heute können die Leute gucken bei Twitter, okay, da sagt er was zur Menschenrechtssituation in Tadschikistan. Für dieses Land für oder die Region Zentralasien interessiere ich mich. Da klicke ich auf die gekürzte URL und dann sehe, da habe ich ein paar Informationen, die ich vorher nicht gekriegt habe. Interessiert mich's nicht, gehe ich weiter. Ja, oder ich bin interessiert an dieser Thematik, google und dann finde ich auch das. Ja, ja. Das war ja früher auch nicht möglich. Ja. Also wenn man da nicht an die Verteiler angeschlossen war und ich interessiere mich für Tadschikistan, bis ich das habe, bis ich diese Informationen habe, ist doch viel Zeit vergangen. Und das würde ich sagen, ist eindeutig ein Riesengewinn, eben auch so für Spezialinteressen, für Fachöffentlichkeiten miteinander im Gespräch zu bleiben und nicht auf irgendeine große Veranstaltung oder sowas zum Thema zu warten, wo man dann an die in die Informationskanäle reinkommt. Ja. Was ich negativ finde oder wo ich denke, gerade von dem Thema, was wir bislang hier besprochen haben, hat auch einen Aspekt, Kampagnen oder Stimmungslagen ungeheuer zu verstärken. Ja. Also mit den berühmten Shitstorms und sowas. Unmögliches Wort, wo man dann merkt, da kann man dann manchmal überhaupt nicht mehr sagen, ja, aber ist schon richtig, das ist jetzt irgendwie blöd, aber diesen oder jenen Aspekt könnte man schon noch bedenken. Damit dringt man dann oftmals nicht mehr durch. Also auch mal zu gucken, ist denn die Stoßrichtung einer bestimmten Kritik überhaupt die richtige oder zielt die eigentlich am eigentlichen Problem vorbei? Das, wie alles im Leben hat es Positives und Negatives, alles hat seine Schattenseiten. Ich möchte es trotzdem nicht missen, aber ich finde, es soll man schon auch selbstkritisch sagen, diese Kanäle haben auch ihre Probleme. Ja, was ich ja im Moment auch bei mir sehe oder was ich ja auch kritischer sehe bei dieser Internetöffentlichkeit ist ja der Aspekt, dass ich mir so überlege, okay, ich habe 8000 Follower irgendwie auf Twitter und ich dann da irgendwas twittere, dann erreicht das 2.000, 3.000 Leute vielleicht so von der Reichweite. Wenn ich ein Interview da gebe für die Berliner Morgenpost und dann wird das in Weltkompakt und Berliner Morgenpost abgedruckt und die haben irgendwie zusammen so eine 600.000er Auflage, dann erreiche ich da mit einem Schlag irgendwie mal ein paar Größenordnungen mehr Leute. Und ich glaube, was vielleicht, wo wir als Piratenpartei noch lernen müssen oder was auch vielleicht nochmal interessant ist für die Politik im Allgemeinen, nochmal zwei Schritte zurückzugehen und sich zu fragen, okay, wie groß ist die Veranstaltung hier eigentlich, die wir bespielen, ne? Also, und wie viele, also wenn mir da jetzt irgendwie 10 Leute in den Blog oder auf Twitter schreiben, fand ich gut und 10 Leute fand ich scheiße oder so, wie repräsentativ ist denn das? Ja, also das ist ja auch ein bestimmtes Publikum, ne, internetaffin, klickt sich so ein Twitter-Account, macht sich die Mühe, einem Politiker zu folgen. Und wenn ich das jetzt auf YouTube sehe, gut, diese Rede, die ich im Abgeordnetenhaus zur Regierungserklärung gehalten habe, die wurde jetzt 30.000 Mal angeklickt, aber dann gibt's da so, war mir auch nicht bekannt, auf YouTube so Video-Blogger, Video-Podcaster, wie man das nennen möchte, die dann da so Kanäle haben, wo da gibt's so einen Kerl dann Tipps, wie man sich stylt und wie man Frauen anmacht und sonst irgendwas. Und der hat dann irgendwie im Durchschnitt, glaube ich, 100.000 oder sogar 1 Million Zuschauer. Ja, und so eine Rede kriegt halt 30.000 Klicks, ne? Wo man dann auch da sieht, ja gut, da sind die Interessen auch wieder ganz klar verteilt oder so repräsentativ, wie man sie unterstellt, ne? Also die 30.000 hättest du ja vorher nicht erreicht. Nee, das allerdings nicht, eindeutig etwas, was zusätzlich ist, aber das wird sich auch noch abflachen. Das war halt jetzt sozusagen die erste Debatte der Regierungserklärung. Ja. Ich stelle meine meisten Reden im Bundestag auch auf YouTube ein. Das sind eher die Klicks
ja, bescheiden. Also das ist, wenn man nicht irgendwie was richtig verhunzt. Wenn man sich verspricht, ja. Nee, aber das meine ich ja, also dass man sich da nochmal vor Augen führen muss, ja klar ist das im Internet und ja klar wird das angeklickt. Aber vom Spezialpublikum, wie du es schon gesagt hast. Das war übrigens auch das Problem, was ich eine Zeit lang versucht habe, auch Internetaktivisten vom AK-Vorrat und so, und so weiter versucht habe zu vermitteln, als wir diese Debatte um die Internetsperren hatten, wie jetzt auch um die Vorratsdatenspeicherung. Das ist nicht reich, dass man sich in der Community im Internet einig ist, dass das auch was ganz Blödes ist und dass man das auf jeden Fall lassen muss und dass es dann gut ist, wenn man in dieser Community darüber einen Konsens hat, sondern das ist, also das Internet und auch die einzelnen sozialen Netzwerke sind ein zusätzlicher Kanal, aber sie sind nicht der einzige Kanal. Es gibt ganz viele andere Leute, die man erreichen muss, um für bestimmte Sachen eine Mehrheit in der Gesellschaft zu kriegen. Also wenn man was verhindern will, was sich gegen die Freiheit im Internet richtet, dann kann man das Internet zur Mobilisierung nehmen, um in der Offline-Welt, auf der Straße, bei einer Demo, bei einer Aktion, um in die Printmedien und in die Fernsehnachrichten zu kommen. Aber man darf nicht unter sich bleiben. Also ansonsten verliert man die Hegemonie in der Gesellschaft, weil auch wenn heutzutage Großteil der Bevölkerung, irgendwann werden es alle sein, einen Internetanschluss hat und vielleicht auch weiß, was Google ist und vielleicht auch schon mal ein Flugticket im Internet oder eine Bahnkarte gekauft hat. Aber das heißt nicht, dass die sich in diesen Kanälen bewegen und diese Kommunikation und diese Diskussion überhaupt mitverfolgen und dass es ihnen ein Anliegen ist. Ja gut, da hast du noch quasi deine Erfahrung von deinem analogen Aktivismus. Das haben wir ja auch gesehen, weil wir haben in Berlin, es ging los, der Piratenhype in Berlin ging los, als die Plakate hingen. Also man sieht, dass diese Offline-Kommunikationsmedien dann doch sehr, sehr wichtig sind. Ja, ja. Und es hat halt aber, also man muss es eben begreifen als zusätzliches Tool. Also ich, zum Beispiel habe ich, da habe ich gedacht, das hätte ich früher nie hinbekommen. Ein Freund von mir, der immer die Schwulendemonstrationen in Moskau organisiert, der wurde verschleppt wahrscheinlich vom Geheimdienst oder von einem Organ der Stadt Moskau. Ja. Verschleppt, 300 Kilometer weg von Moskau, unter Drogen gesetzt. Ja. Keiner wusste, wer er war. Der Geheimdienst hatte sein Handy gekapert und falsche Meldungen, wo er angeblich sich aufhält und warum, an die Freunde verschickt, auch an mich. Und wir haben dann über Nacht eine Aktion vorbereitet vor der russischen Botschaft. Und ich dachte, wir werden so 10 Leute sein. Mhm. Wir haben es nur über Facebook und über Twitter und über so E-Mail-Verteiler, die wir hatten, verschickt. Und am nächsten Tag standen 50 Leute. Wir hatten ein Schild gedruckt, das schön bunt aussieht für die Presse, also damit es Bilder gibt, und konnten das dann verbreiten. Also da ist dieser Zusammenspiel, also Leute zu mobilisieren darüber, um dann aber was offline zu tun. In der Offline-Welt sichtbar zu sein und damit ja auch zu zeigen, wie relevant ist das für Leute, weil das ist auch für die Politik klar. Ein gefällt mir Button anzuklicken oder irgendeinen Tweet zu retweeten, auch wenn das massenhaft geschieht, heißt noch nicht, wie stark der Impuls für diesen Inhalt ist, weil das kostet mich nichts. Wenn ich mich draußen in die Kälte eine halbe Stunde stellen muss und vorher dahin fahren muss, dann zeigt das eben auch, dass man sich für irgendetwas in bestimmter Weise einsetzt. Ja, ja, genau. Also ich denke, das ist schon ganz klar, dass da eben dieses Zusammenspiel ist. Ja, da sind wir eigentlich auch schon bei dieser Frage mit der mit dem Feedback Loop. Also öffentliche Meinung. Ja. Man weiß ja eben oder man hat ja früher geglaubt, dass die Medien die öffentliche Meinung beeinflussen und dann sieht man aber, dass vielleicht auch die Medien genau das schreiben, was die Leute hören wollen, dass es sich also so gegenseitig bedingt. Und dann gibt's halt diese Effekte, die man manchmal so sieht, wenn dann zum Beispiel eine Partei plötzlich einen Balken hat, wird sie stärker wahrgenommen und dann steigt
die, der Zuspruch. Andererseits eben auch, wenn eine Partei die Tendenz nach unten hat, wie man jetzt bei der FDP sieht, plötzlich verstärkt sich das auch. Die Leute sehen, FDP ist nicht mehr so und dann das verstärkt sie das auch in der Annahme. Ich bin mir da auch nicht mehr sicher, was ich glauben soll. Das ist so eine gewisse Henne-Ei-Problematik, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal ganz schwierig, was die Medien über sich denken, was gute Themen sind, wobei die haben natürlich auch Verkaufszahlen und Klickraten. Ja, genau. Ne? Also ich glaube, gerade im Internetjournalismus ist es wahrscheinlich fast eine Sache, dass man halt sagt, naja gut, wie relevant oder irrelevant das Thema ist, ist eigentlich nicht mehr so von Belang, sondern es geht halt vor allen Dingen darum, dass wir wissen, folgende Themen werden ganz gut geklickt, wenn es um die und diesen irgendwie geht. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob wenn die Piratenpartei zum Beispiel 2009 so eine große Aufmerksamkeit, also eine noch größere Aufmerksamkeit bekommen hätte, ob das dann irgendwas verändert hätte. Also ich glaube schon, dass das, ja, wie gesagt, das ist schwierig zu beschreiben, weil ich glaube nämlich, und 2009 war die Aufmerksamkeit ja auch groß, aber man hat sich auf einer ganz anderen Ebene damit beschäftigt. Ich glaube, weil aber auch zum Beispiel andere Menschen in der Öffentlichkeit standen, weil noch Themen irgendwie anders waren, weil man auch ein bisschen anders daherkam. Die Kampagne war auch jetzt zum Beispiel im Vergleich jetzt zu der Berliner Kampagne, putzig, würde ich aus heutiger Sicht so sagen. Und was ich halt interessant finde, und musst du nochmal vielleicht beschreiben, also wie sehr man dann das sich auch selber glaubt, was dann eben nochmal in den klassischen Medien passiert, ne? So nach dem Motto, ach Gott, wenn ich jetzt in der DPA-Meldung drin bin und dann steht das in allen Zeitungen drin oder sonst was, dann glaube ich mir das ja nachher irgendwie selbst oder dann schreibt nochmal einer vom anderen ab und dann, also das ist glaube ich schon nochmal eine schwierige Frage, also für mich persönlich, ich habe die Frage noch nicht ordentlich für mich beantwortet. Ja, die Medien haben sowas, was man in der Physik Eigenresonanzschwingungen nennt, also wenn man verstärkt auf in einer bestimmten Situation immer den vorhandenen Trend, bis totgeritten ist und dann geht's in den Gegentrend. Also diese Auf und Abs habe ich mit der Grünen Partei schon ganz häufig erlebt. Es gab unter der Koalitionszeiten auf Bundesebene gab es Spiegeltitel, die Sonneblume welkt und da waren wir schon mega totgeschrieben, Umweltpolitik, Klimapolitik, Atom, alles out, interessiert sich kein Schwein mehr dafür, die Partei hat ihren Zenit überschritten, jetzt geht's abwärts. Dann hatten wir diesen Hype letztes Jahr über Stuttgart 21 einfach auch wegen der desolaten Regierung, wo die Leute das Gefühl haben, braucht man wieder eine Partei, die ein inhaltliches Konzept hat, und die Grünen verbinden Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik und Innovation miteinander und ging auf einmal hoch. Das war lange vor dieser Fukushima. Die Medien sich danach, nachdem wir so weit oben waren, verabredet haben, das war dann nur wegen Fukushima, obwohl wir real ein Vierteljahr vor Fukushima bereits diese Zahlen auch schon hatten. Ja. Da konnte es Fukushima nicht sein. Trotzdem haben sie sich dann gemeinsam verabredet, okay, jetzt ist der Atomausstieg beschlossene Sachen. Jetzt haben sich die Grünen wieder mal ein bisschen weiter erledigt und dann ging es wieder in den Umfragen auf ein normales Maß, wo wir immer uns noch um 50% vergrößert haben. Wenn wir jetzt bei 15-16% liegen, das letzte Mal hatten wir 10, irgendwas, dann ist das immerhin ein ziemlich guter Zuwachs. Ja. Also ich kann mich an lange Jahre erinnern, wo wir immer überlegten, wenn wir jetzt bei 6 oder 7 erreichen und in dem Wahlkampf noch was passiert, rutschen wir unter die 5%, oder? Also deshalb ist es eigentlich eine komfortable Situation und die sich ja auch in Mitgliedszahlen und sonst was zeigt. Trotzdem gibt es jetzt den Trend, eher erstmal wieder runterzuschreiben, bis man sich wieder beruhigt hat und jemanden anders sich aussucht. Die Journalisten agieren da auch wie Lemminge. Keiner will gegen den Trend schreiben, weil sonst ist man ja irgendwie, hat man es nicht geprägt. Ja. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee, jetzt muss man was Neues schreiben und dann
drehen alle um. Ja, ja, also was, das ich kann mich noch dran erinnern, das ging ja teilweise dann so weit, dass sogar die Diskussion ging nicht lange, aber das war ja so, dass sogar Fischer nochmal als der nächste Bundeskanzler gehandelt worden ist und man wahrscheinlich darauf gewartet hat, dass er ein Interview gibt und sagt so, ja, ich kann es, ich stehe zur Verfügung. Und ich meine, das ist ja bei uns, kann man das ja auch ganz schön sehen, im Moment an auch nochmal Marina, die ja jetzt eine sehr starke Öffentlichkeit hat, ne, die zwischen quasi ihrer Wahl in den Bundesvorstand und bis zum Bundesparteitag ist sie in dieser einen Bundespressekonferenz so in Erscheinung getreten, wo ich so das Gefühl hatte, dass so der Tenor der Berichterstattung war, naja, so zum Glück saß die auch mit dabei, sonst wäre es komplett in die Hose gegangen. Und dann nach dem Bundesparteitag alle Schleusen geöffnet worden sind. Und dann ne, Spiegel, Unispiegel war jetzt der Titel, die Oberpiratin und diese ganzen ja auch Homestories und so und dann hier, was war das, ich glaube Markus Lanz und jetzt Klipp ja, und ja. Klar und jetzt ist sie glaube ich nochmal bei Login und Harald Schmidt und das finde ich sehr bemerkenswert und sehr gruselig auch. Also ich fand ja schon diese Geschichte mit Anne Will fand ich ja schon sehr gruselig, ja, weil ich bin da irgendwie reingegangen mit so einer Einstellung, wenn man mich an dem Abend gefragt hätte, ja, was glauben Sie, Herr Lauer, wie viele Menschen gucken Anne Will, hätte ich so, also ehrlich gesagt, ohne Koketterie hätte ich so, ja, so weiß ich nicht, 100.000, 300.000 und dann haben wir danach mal irgendwie so die Quoten angeguckt und wie viel das so im Durchschnitt gucken. Und ich glaube natürlich, du grinst so ein bisschen, ich glaube so im Bundestag ist das so eine ganz, da spielt das nochmal eine ganz andere Rolle oder ist nochmal eine ganz andere Liga und ne, mit den Egos und da gibt's ja auch diese schöne Dokumentation über Macht in der Politik, wo auch, ich glaube Fischer nicht auch noch dabei? Nee, Seehofer spricht da auch, wo er auch so sinngemäß irgendwie so sagt, ja, und natürlich, wenn man dann bis Mittwoch nicht irgendwie eine Einladung zu einer Talkshow hat, dann fragt man sich auch, was man falsch gemacht hat. Und ich bin dann da halt auch irgendwie so reingegangen und habe so gedacht, ja gut, das ist jetzt halt so Fernsehen. Und da finde ich aber schon bemerkenswert und gruselig, halt dieses Auf und Ab, wo, und du hast so gesagt, die Medien verabreden sich. Also ich glaube schon, in einer gewissen Hinsicht, ja, sagen gewisse Verlage oder gewisse Gruppen, ja, okay, wir machen das jetzt mal so, wir machen das ja mal so, aber ich glaube da jetzt nicht an eine kollektive Verabredung, nein, im Sinne von, da rufen immer, sich jetzt alle Redaktionen, so hast du es auch nicht gemeint. Weniger Logik und Konsistenz im Handeln, als es dann hinterher erscheint, das für die Politik wie für die Medien. Aber es gibt natürlich eben, die reden halt auch miteinander, treffen sich am Biertisch und sonst was und dann schreien, was habt ihr morgen im Blatt und wo seid ihr gerade dran? Dann gibt es schon einen Austausch. Und wenn jemand aufschnappt, und man das Gefühl hat, tatsächlich, also die alte, sozusagen der bisherige Ton zu einem Thema, der ist jetzt totgeschrieben, gibt es manchmal so das Gefühl, ja gut, jetzt muss man mal dagegen bürsten und dann, das ist nicht nur einer, sondern es machen auf einmal 4, 5. Die haben sich nicht untergehakt und beschlossen, sie machen das jetzt so, sondern es will aber auch keiner sozusagen hinter einem neuen Trend hinterherhinken. Mhm. Deshalb durch diese Konkurrenz gibt es einfach so selbstverstärkende Effekte. Und die haben oftmals nicht wirklich mit objektiven Lagen nachhaltig zu tun. Deshalb dreht sich's dann ja auch wieder um. Übrigens auch Meinungsforschungsinstitute arbeiten ja zum Teil so. Es gibt ein Institut, das da hat man immer den Eindruck, die würfeln das so, damit das in einem nicht am Montag erscheinenden bunten Magazin eine schöne Schlagzeile gibt, die man dann vor am Mittwoch auf den Draht geben kann. Und da ist nicht alles wirklich auf harte Zahlen gegründet, sondern da versucht man entweder einen Trend hochzuschreiben und irgendeinen Trend, den es real gibt, super zu dramatisieren und dann irgendwann zu sagen, so, und jetzt ist der Trend vorbei und jetzt geht's bei denen entweder hoch oder runter und dann ist das die neue Nachricht, weil man irgendwie eigentlich sehen muss, dass mit seiner Umfrage jede Woche eine neue Nachricht produziert, weil es
nur so kauft man seine Umfragen. Diese Meinungsforschungsinstitute sind ja auch keine wissenschaftlichen Einrichtungen, ja. Sondern die müssen Geld verdienen und die müssen die Medien, die ihnen die abkaufen, bedienen und für die muss das ein Produkt sein, das den Preis wert ist. Ja. Und den Preis ist es nur wert, wenn es auch immer eine Nachricht produziert. Ja, ich habe mich nach der Wahl gewundert, als wir bundesweit auf einmal bei 11% waren, wo ich mir auch so gedacht habe, also natürlich war das ein mediales auch Ereignis bundesweit, dass wir da reingekommen sind, aber wo ich mir auch so gedacht habe, okay, also die Berichterstattung kann ja jetzt nicht so geil gewesen sein, dass man von vormals irgendwie so unter dem Radar auf einmal auf 11% bundesweit in der Umfrage kommt, wo ich mir auch so gedacht habe, also ja, entweder würfeln die da oder irgendwas mit den Algorithmen. Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie beim Politbarometer oder so sind wir wieder bei 4%. Das tut uns auch mal ganz gut, weil dann macht man sich nochmal Gedanken darüber, wie man denn tatsächlich in den Bundestag kommen könnte und dass das nicht so eine selbstlaufende Geschichte wird. Aber nochmal auf die Eingangsfrage. Wir sitzen hier alle so da und beschreiben so dieses Spektakel und können das auf eine gewisse Art und Weise reflektieren und nehmen das so als Naturgewalt im Grunde genommen da, obwohl das ja alles Menschen sind, das in sozialen Prozessen, du hast es Resonanzverstärkung genannt, passiert, ist es dann vielleicht sogar vermessen zu glauben, dass man irgendwas an diesem herrschenden Zustand ändern kann und man im Grunde genommen nur punktual, wie du das vorhin gemeint hast, dafür sorgen kann, dass es an manchen Stellen halt nicht ausartet, indem man eben dann nicht derjenige ist, der einen O-Ton gibt, obwohl man in der Öffentlichkeit irgendwie steht. Also ich denke nicht, dass wie im Foucault'schen Sinne sozusagen der Diskurs das historische Subjekt ist und damit diese Mechanismen zwischen Medien und Politik. Ich glaube schon, dass man durch Reflexion, durch Thematisierung von so etwas auch dazu kommen kann, dass sich eine politische und Medienkultur auch wieder verändert. Es müssen nur genügend Leute sagen, das finden wir so, wie das läuft, nicht gut, weil das führt nicht zu rationaleren und sachlicheren Entscheidungen. Das beschädigt deshalb auch langfristig die Demokratie. Und wir spielen jetzt einfach anders. Das sind viele einzelne Entscheidungen, wie in der Demokratie immer, von Akteuren, von Journalisten, von Politikern, die auch sagen, ich erkläre auch, ich mache bewusst bestimmte Sachen nicht. Und damit ja auch ein Profil kriegen und irgendwann das vielleicht auch ein bisschen aufzuknacken ist. Und ich glaube, eben auch in der Medienlandschaft, in der Konkurrenz wird, wenn sich das auch in der Bevölkerung sozusagen herumspricht oder als Wunsch artikuliert, wird es auch sozusagen stärkeren Markt geben für Journalisten, sagen, ja, wir legen gar nicht so Wert drauf, dass wir die Ersten bei irgendeinem Satz sind, der den hat, wo eigentlich auch nichts anderes drinsteht, als das, was die Person vorher gesagt hat, sondern wir gucken ein bisschen mehr Hintergründe, mehr politische Probleme oder objektive Probleme, die politisch zu lösen sind, zu erklären und konzentrieren uns stärker darauf und verändern dadurch auch in der Teil der Öffentlichkeit auch die Spielregeln. Weil ich meine, alles, was wir jetzt hier kritisiert haben als Entwicklungen, sind ja nur die Verstärkung von Trends, die es auch schon vorher gab. Ja. Wo man jetzt das Gefühl hat, die werden dominant. Aber diese Trends oder diese Phänomene gab es schon. Die Bild-Zeitung ist jetzt nicht neu gegründet worden, sondern die ist unglücklicherweise ein sehr stabiles Phänomen in diesem Land. Es gab durch die Entwicklung des privaten Fernsehens eine Verflachung und eine Verstärkung der Konkurrenz, die solche Sachen begünstigt hat. Ich glaube auch insgesamt durch die neuen Techniken, auch durch die Medien im Internet, gibt es einen Trend, den es auch schon vorher gab, zur Beschleunigung. Also als ich angefangen habe, in NGOs zu arbeiten, ich habe noch meine Presseerklärung über Telex abgesetzt, was ein sehr mühsames Geschäft war, was zwangsläufig zur Reduktion der Pressemitteilungen geführt hat, weil einfach die technische Herstellung des Telex-Bandes so eine aufwendige Geschichte war und jeder Fehler, der einen dann alles zurückxen ließ, hat dann eine halbe Stunde gekostet.
Diese Beschleunigungstendenzen gibt es natürlich durch die technischen Möglichkeiten. Trotzdem kann man damit, glaube ich, reflektierter umgehen. Und die Aufgabe ist es, ein bisschen den Diskurs über diese Reflexion zu führen, weil man dann sich bewusster auch für ein anderes Verhalten, einen anderen Umgang entscheiden kann. Ich glaube nicht, dass man irgendwie über schriftliche Vereinbarungen zwischen Politikern oder Journalisten das aufbricht, sondern eher, indem man das mit thematisiert. Hatte ich sowas gesagt? Ich hatte es nämlich auch im Kopf. Du hast es vorhin mal als Frage formuliert. Ja. Ach so. Eher provokativ, deshalb wollte ich da indirekt nochmal drauf antworten. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, dass man drüber nachdenkt, dass immer mehr Menschen drüber nachdenken, was läuft da eigentlich ab? Warum handelt einer so blöde? Und dass es vielleicht nicht nur an seiner Blödheit liegt, sondern an bestimmten Strukturen, die man einfach auch in Frage stellen kann und mit denen man anders umgehen kann. Aber meinst du, und das war auch noch eine Frage, die ich jetzt hatte, was ich ja einfach so jetzt so im parlamentarischen Alltag im Abgeordnetenhaus merke, und das wird im Bundestag ja insbesondere als parlamentarischer Geschäftsführer nicht anders sein, ist ja eigentlich, dass das normale Leben eines oder der Arbeitsalltag eines durchschnittlichen Abgeordneten ja nicht besonders glamourös ist. Ne, das ist wahnsinnig viel Aktenwälzen, mit Leuten telefonieren, Dinge regeln, ne, verhandeln, auskaspern, in was reinrecherchieren, etwas nachrecherchieren. Und es sind manchmal auch absurd langweilige Dinge, die dann auch vielleicht gar nicht sowas mit der Kernthematik zu tun hatten haben. Also ich bin jetzt im Innenausschuss und ich habe mich halt die letzten Wochen um etwas gekümmert, was sich Schutzpolizeilaufbahnverordnung nennt. Ist jetzt kein Piratenthema, ist jetzt auch nicht so der Riesenaufhänger für irgendwas, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, in die ich mich reingearbeitet habe, mit der ich irgendwie arbeiten musste. Böte denn da, also ich meine, und dieser Podcast ist ja auch sowas in einer Art davon, aber böte denn, oder sollten sie, nee, anders formuliert, mehr aktiv, müssten sich die Abgeordneten nicht mehr darum bemühen, leichter aufbereitet zu berichten, was sie so tun. Also jetzt nicht nur so ein, ja, weiß ich nicht, ich weiß, dass viele Abgeordnete zum Beispiel Newsletter haben oder so, aber nochmal so ganz konkret, damit man zumindest in diesem Sinne von wir regen eine Diskussion an, eben nicht immer den Eindruck hat, naja, das ist dann irgendwie Bunte und Gala und Bundespresseball und dann ist der Bundespräsident in beim Emir und der Verteidigungsminister in Afghanistan und dann machen wir hier noch ein bisschen, findet ja zu wenig, glaube ich, auch statt, oder? Aber ich glaube, die Sachen, die so drauf abzielen, sozusagen, wie funktioniert so ein Politikeralltag oder sowas, dafür wirst du relativ wenig Rezipienten finden, die das wirklich interessiert. Also ich erzähle das immer, im Bundestag hat man so Besuchergruppen, die man so 3-4 Mal im Jahr 50 Leute einlädt aus dem Wahlkreis, dann erzähle ich immer, wie läuft's eigentlich so eine Woche, und dann gucken die mich mit großen Augen an, wer ist denn bereit, so viel zu arbeiten und sich dann auch noch beschimpfen zu lassen. Damit dringt man nicht so richtig durch. Ich setze sehr viel von dem, was ich mache, auf meine Homepage, und ich verkommuniziere das dann über Twitter und Facebook, und deshalb denke ich, dass die Leute, die interessiert, was ich mache, von dem, was ich dabei verschriftliche, die finden diese Informationen, die haben auch ein Bild davon, dass ich irgendwie offensichtlich nicht auf der faulen Haut liegen kann, weil es da eine Menge Infos gibt. Aber ich halte nicht davon, im Sinne von mehr Aufbereitung, weil das wird dann immer werblich. Und ich merke das schon, die Fraktionen und die Parteizentralen neigen dazu, die Sachen immer sehr gefällig aufzubereiten. Genau. Damit sind sie glatt gebügelt, damit sind die Widersprüche draußen. Da habe ich jetzt, also es macht die Fraktion, das muss sie auch machen, das ist die Aufgabe, ein bisschen auch Politik leicht verdaulich für andere zu machen. Ich setze eher darauf, dass die Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen, die kriegen das Originaldokument bei mir, oder die kriegen auch mal einen Link zu anderen Quellen darüber und können sie dann informieren. Und zum Beispiel, ich habe das mir das Equipment besorgt, um so Videopodcasts auch zu machen. Ich komme einfach nicht dazu,
zu machen, weil das muss man ja ein bisschen, also ganz technisch versaut und peinlich darf man es auch nicht machen, weil das ist doch ein gewisser Aufwand. Ja. Und dann ist halt auch die Frage, also wie viel setze ich ein in Kommunikation und Produktion von Content? Und wie viel setze ich in Energie ein, um realpolitisch was zu machen? Ja. Und ich, gerade bei diesen Menschenrechtsfragen, es gibt halt, man kommt sowieso zu vielen Sachen schlichtweg nicht, wo man sagt, eigentlich moralisch kaum vertretbar, dass man irgendwas liegen lässt, aber der Tag hat halt 24 Stunden, deshalb gibt es objektive Grenzen. Und dann setze ich da die Prioritäten und ich denke, ich mache kommunikativ relativ viel. Zu allem komme ich nicht, was ich auch ganz hübsch fände, aber wir haben auch dann auch im Bundestag, obwohl wir gegenüber euch im Abgeordnetenhaus luxuriös ausgestattet sind, ist doch der Mitarbeiterstab äußerst übersichtlich. Und wir kriegen schon am Tag 200 personalisierte Mails. Also ich meine, wie wir allen Herr werden, wenn man den Leuten einigermaßen gerecht wird. Ja, aber das ist also mit dem Video-Dings, da habe ich mich von der Idee auch verabschiedet. Da ist tatsächlich auch die Hemmschwelle, weil, bin ich ganz offen, da spielt ja auch Eitelkeit irgendwie mit und da ist einfach die Hemmschwelle, das irgendwie dann so zu machen, dass man da nicht so aussieht, als käme man gerade aus dem Badezimmer oder aus dem Bett, die ist dann schon relativ groß, merke ich einfach. Aber was ich mir gesagt habe, ist, ich muss jetzt auch einfach mehr wieder, also auch podcasten und so. Und halt auch eben dann nicht stundenlang, sondern vielleicht so eine halbe Stunde am Anfang der Woche, wo man irgendwie so sagt, so diese Woche steht das und das an. Ich meine, das mit der Ausstattung, gut, jetzt machen wir hier so einen Seitenstrang auf, aber das ist ja ein Thema. Ich finde es lustig, dass du das aussagst, weil ich mir halt so immer schon im Vergleich zum Bundestag so denke, boah, der pure Luxus, ne? Wenn ich mir halt einfach so überlege, wie das hier in Berlin bei uns abläuft. Ich meine, wir haben jetzt 15 Fraktionsmitglieder und nochmal dann am Ende wahrscheinlich ungefähr genauso viele Mitarbeiter. Und wenn man sich dann überlegt, so, wir müssen alle Ausschüsse bedienen, wir müssen alle das Tagesgeschäft bedienen und irgendwie kommunizieren und machen und tun. Und wie sollen wir dann auch unsere eigenen Inhalte eigentlich versuchen, so im Sinne von einer dass die Opposition sagt, hier habt ihr die Alternative, jetzt setzt euch mal bitte auf einem ordentlichen Niveau damit auseinander. Wie soll das eigentlich in so einem Laden funktionieren? Also ich für mich persönlich sage, ich könnte ohne Probleme wahrscheinlich 3 oder 4 Leute einstellen, die nur für mich arbeiten und dann ist das noch offiziell ein sogenanntes Feierabendparlament, was ja auch ein totaler Kracher irgendwie ist. Und ich denke, das sind aber doch Dinge, die man mal vermitteln könnte, also auch in der Parlamentsarbeit, weil da ist ja auch wieder nur im Vordergrund die Bonusmeilen, der Dienstwagen, die Flugbereitschaft, sonst irgendwas. Es werden halt einzelne Dinge rausgepickt und es gibt möglicherweise Regelungen und Dinge, wo man tatsächlich drüber streiten kann, muss das jetzt so sein und ist das alles so sinnvoll? Aber im Allgemeinen entsteht ja so der Eindruck und das so nach dem Motto, naja, das sind so die feinen Herren Abgeordneten und Damen Abgeordneten, die sich so am Startsäckel schadlos halten und da den ganzen Tag die Eier schaukeln. Ich fand es so bemerkenswert in der Debatte über den Ausschuss hier in Berlin, der ja durch ein Volksbegehren zustande gekommen ist, wo es dann um die Ausstattung dieses Ausschusses ging, dass uns dann von der SPD um die Ohren geknallt worden wäre, das wäre ja modernes Raubrittertum. Ja, und dann kam halt Lederer von der Linken nochmal ran und sagte halt vollkommen zu Recht, ja meine Güte, wir wollen hier Mittel haben, damit wir hier diese Sache ordentlich aufbereiten können, was das Ergebnis des ersten erfolgreichen Volksbegehrens in Berlin ist. Die genehmigen sich 5 neue Staatssekretäre, die alle mit 500.000 im Jahr zu Buche schlagen und dann werfen sie uns Raubrittertum vor, ja, wo ich mich tatsächlich irgendwie frage und wenn du jetzt auch noch sagst, das ist sogar im Bundestag so, und dann kommen wir wieder auf das Medienthema, kann eigentlich in so einem Klima, wo wir hatten vorhin auch das Wort Neiddebatte, eine Debatte über die Ausstattung, also sowohl von Regierungsfraktionen, aber auch von gerade Oppositionsfraktionen, kann die überhaupt stattfinden? Ist das überhaupt möglich? Also man muss es immer wieder versuchen und man darf halt auch nicht die Fehler machen, dass man sozusagen den von Arnims dieser Welt
das Wort redet, die immer sagen, alles, was Politik kostet, egal ob es für Parteien drauf geht, für Parlamentsfraktionen, für Abgeordnete, das ist per se Privileg und sinnlose Geldverschwendung. Ich finde eigentlich, mein Demokratieverständnis der Gewaltenteilung ist eigentlich, dass das Parlament in der Lage sein muss, selber als Gesetzgeber zu handeln, ohne zwingend die Zuarbeit von Ministerien zu brauchen. Es muss die Möglichkeit geben, dass die Regierung Gesetze macht, dass eigentlich zu allen Themen, die wir behandeln als Bundestag, die Gesetze tatsächlich aus der Mitte des Bundestages kommen. Dafür gibt es die Ressourcen objektiv nicht. Weder bei den Abgeordneten noch bei den Fraktionen noch bei der Parlamentsverwaltung selbst. Im amerikanischen Kongress gibt es eine Reihe von Institutionen, die gar nicht den Abgeordneten und den Fraktionen gehören, die bei der Gesetzgebungsarbeit helfen. Es gibt ein eigenes Budget Office und Kontrolle des Haushaltes, auf das alle Abgeordneten zugreifen können, um die Regierung effizienter zu kontrollieren. Und es gibt auch Gesetzgebungsdienste, die dann bei der Ausarbeitung von etwas rechtlich helfen. Das kann man unterschiedlich organisieren. Man kann es auch über die Fraktionen oder über die Abgeordnetenbüros machen. Aber ich finde, es gibt eine schlechte Ausstattung des Parlaments gegenüber der Regierung. Aber man kann diese Debatte wahrscheinlich nur führen, wenn man ein Stück weit Ressourcen der Regierung wegnimmt und sie dem Parlament zuordnet. Es gibt keine Akzeptanz dafür, dass die Politik noch mehr Geld kostet. Und wir sind ja nicht gerade in der Phase, wo es darum geht, wie wir überschüssige Geldeinnahmen verteilen, sondern wir müssen auch schon zeigen, dass wir selber als politische Klasse sehr sparsam mit dem umgehen, was wir da bekommen. Aber wer will, dass die Demokratie tatsächlich vom Parlament bestimmt ist und nicht von Ministerialbeamten, muss auch darauf achten, dass es da eine gewisse Mindestausstattung gibt. Und ich will mal sagen, es ist im Bundestag ist es sozusagen, wir haben auch mehr zu entscheiden, aber es ist sozusagen relativ gut gegenüber dem Abgeordnetenhaus von Berlin. Wenn ich aber dann schaue, zum Beispiel in die Kommunen, also ich komme selber aus Köln, das ist eine Stadt von 1 Million Einwohner. Ich glaube, der Haushalt ist größer als der vom Saarland. Dort sind nicht nur Feierabendabgeordnete, nein, es sind Stadträte, die eigentlich fast nichts kriegen. Also die kriegen ein bisschen Geld, damit sie sich auch was zum Anziehen kaufen können, damit sie nicht wie Lumpen rumlaufen müssen. Aber es ist es ersetzt nicht den enormen Arbeitseinsatz dieser Leute, dass sie eigentlich, nachdem sie ihren Job gemacht haben am Feierabend, dann im Stadtrat, im Ausschuss, auf Bürgerversammlungen rumhängen und eigentlich gar keine Zeit haben, ihre Wohnung selber zu putzen, sich um ihre Kinder zu kümmern oder irgendwelchen Hobbys gar nachzugehen. Und da gibt's fast keine Ausstattung mehr. Und wir werden auf Dauer ein Problem kriegen durch die Entwicklung in der Arbeitswelt, dass wir keine Leute mehr finden, die zu diesen Bedingungen arbeiten können. Entweder es überhaupt zu können oder es noch zu machen, sondern wir nur noch die finden, die unter Bedingungen arbeiten oder eben nicht mehr arbeiten, dann diese Jobs zu machen. Und das tut der Politik dann am Ende nicht gut, weil es ganz große Teile der Lebenswelten aus diesen Parlamenten raushält. Also ja, hält sie ja im Grunde genommen jetzt schon raus, ne? Ja, also, und dann können es halt nur noch Lehrer machen oder Pensionäre oder Leute aus dem öffentlichen Dienst und Pensionäre. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen, weil man dann bestimmten Entwicklungen strukturell als politische Klasse hinterherhinken muss. Und darüber brauchen wir, glaube ich, auch eine Debatte. Das ist jetzt nicht so relevant für Berlin, aber es gibt viele große Kommunen, die real mehr zu entscheiden haben als manches Landesparlament. Naja, aber und das sind alles echte Freizeit. Naja, also ich meine, ich kann das, aber naja, in Berlin ist es auch schon wieder relevant, wenn du nämlich auf die BVV und runtergehst. Ich meine, alleine jetzt Pankow, aber auch Friedrichshain-Kreuzberg. Ich meine, Pankow ist von den Einwohnern her doppelt so groß wie Bonn, wo ich aufgewachsen bin. Friedrichshain-Kreuzberg ungefähr genauso groß.
und da kümmern sich dann 60 Leute jeweils in einem sogenannten Feierabendparlament darum, wie man eine 400.000 Leute Stadt managt, darum, wie man eine 250.000 Leute Stadt managt. Ich habe es natürlich jetzt nicht im Kopf, was der Bundestag kostet, also so insgesamt, also jetzt nur Verwaltung und Abgeordnete. Die Zahlen, da müsste ich jetzt auch passen, ja. Aber wir sind eins der günstigsten Parlamente, wenn man guckt, was pro Kopf der Bevölkerung das kostet. Wird. Das sind ja Centbeträge. Ja. Nee, vor allen Dingen, und dann vor dem Hintergrund, dass ja Deutschland, und das war ja vor allen Dingen noch die große Verwunderung, die ich im Abgeordnetenhaus hatte, dass das alles auf dem Niveau läuft und dafür dann noch verhältnismäßig gut funktioniert. Aber das ist schon, finde ich, wäre schon eine interessante Debatte mal die Frage zu stellen, okay, Leute, dafür, dass die Parlamente so günstig sind im Moment, wie sie sind, steht ja Deutschland auch so gesamtgesellschaftlich gut. Man, das ist natürlich kein Standard im Moment. Du kannst nicht immer Deutschland irgendwie mit Afrika oder sonst irgendwas vergleichen und es gibt soziale Verwerfungen und alles Mögliche. Aber insgesamt steht man ja noch im Vergleich ganz gut da. Und dann mal die Frage zu stellen, okay, wollen wir diesen ganzen Trends, die wir jetzt hier so beschreiben, also wir beschreiben, was wir hier im Grunde genommen sagen, ist ja so, wenn wir auf der Zeitachse weiter voranschreiten, haben wir die Befürchtung oder den Eindruck, dass es innerhalb dieses Systems eher schlechter wird als besser. Ja? Und ich denke, da wäre es doch schon mal eine Sache, diese Diskussion anzustoßen, aber wird anscheinend nicht. Ja, man kann es immer wieder machen, es fällt schwer und man hat auch unangenehme Kommentare, hatte ich gerade meine letzten Twitter-Antworten gingen drauf auf meine letzte Rede zum Thema Entschädigung der Abgeordneten und die Obergrenze der Parteienfinanzierung. Ich finde, man kann ein paar Sachen schon sehr selbstbewusst sagen. Erstens, die Demokratie als Staatsform ist deshalb überlegen, weil sie mit den Fehlern der Akteure rechnet und die Fehlerkorrektur dadurch ermöglicht, dass die Minderheit von gestern die Mehrheit von morgen werden kann. Und damit jederzeit Fehlentwicklungen von der Bevölkerung, aber auch von den politischen Akteuren im System immer wieder korrigiert werden können. Das macht sich so überlegen, weil alle anderen Staatsformen leben immer davon, dass sie sagen, diejenigen, die Akteure sind, sind unfehlbar und dann fehlen die immer mehr und dann müssen sie die Kritik an den Fehlern mit Repression unterbinden. Die das, auch sind teuer die ist. Das sind die ineffizientesten Systeme mit Totalverlust der Freiheit. Ja. Das ist die eine Geschichte und das andere ist einfach, wer will, dass Politiker unabhängig sind, der muss so für die politische Arbeit entschädigen, dass sie auch nicht einfach in Versuchung kommen. Weil deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Abgeordnetenentschädigung muss ein gewisses Niveau haben, die Unabhängigkeit sichert und die muss auch regelmäßig an den allgemeinen Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst werden. Deshalb haben wir mal gesagt, im Abgeordnetengesetz des Bundes, wir wollen unsere Bezahlung, damit das objektiv ist und nicht nach dem Motto Selbstbedienung, wenn wir mal Lust haben, greifen wir in die Tasche und dann, wenn wir finden, das ist gerade nicht so opportun, lassen wir es. Haben wir gesagt, die Bezahlung soll sich an den Gehältern eines obersten Richter an einem Bundesgericht orientieren. Ja. Das ist ein objektives Kriterium. Auf die Bezahlung von denen nehmen wir keinen Einfluss, sondern wir vollziehen denen ihre Erhöhung immer nur nach. Wir haben es noch nie erreicht, dass wir wirklich absolut auf das Niveau kamen. Aber die Abteilungsleiter in Ministerien verdienen wesentlich mehr als Bundestagsabgeordnete. Da muss man auch mal sich fragen, warum thematisiert ein von Arnim nie, was so Spitzenbeamte bekommen, aber was Abgeordnete bekommen, ist ein ungeheurer Skandal. Da ist was faul und ich finde, man kommt da nur raus, wenn Abgeordnete auch den Mut haben, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, warum das eigentlich okay ist und dass es einen Angemessenheitsbegriff gibt. Ja. Also ich werbe eigentlich für die Idee, die mal Schröder zum Scheitern gebracht hat, als er noch niedersächsischer Ministerpräsident war, nur um der damaligen Koalition einzuwirken, dass wir endlich in die Verfassung reinschreiben, was der Maßstab der Bezahlung der Abgeordneten ist, um ein für alle Mal diese Debatte darüber, Selbstbedienung, Privilegien, zu beenden, weil das beschädigt die Legitimität der parlamentarischen Demokratie. Mir geht's gar nicht so sehr darum, welcher absolute Beitrag das für mich dann ist, sondern mir geht's darum, ums Ansehen. Ums Ansehen
Und damit Kollegen vielleicht leichter versuchbar sind als ich, weiß ich nicht, nicht in Versuchung kommen, dass wenn jemand mit einer Stelle nach dem Mandat oder mit einem Bündel Geldscheine winkt, dann politisch sich in seiner Arbeit beeinflussen lässt, weil das beschädigt die Integrität der parlamentarischen Demokratie. Ich glaube, und das ist ja auch wahrscheinlich dann das war jetzt nochmal so die Idee, jetzt wieder so ein bisschen auf das Medienthema, was eine sehr ungewöhnliche Situation für mich war in den ersten Tagen und Wochen nach der Wahl, nach diesem Wahlerfolg. Da wurde ich immer wieder gefragt, ja, Herr Lauer, wie ist das jetzt für Sie? Wie fühlt man sich da? Und habe halt immer gesagt, naja, ich kann es nicht beschreiben und naja, das wird jetzt in den Arsch voll Arbeit und das wird wahrscheinlich genauso viel Arbeit, wie vorher ich in der Piratenpartei ehrenamtlich auch gemacht habe. So. Und bei denen so der Denkfehler kam, weil das natürlich auch deren eigene subjektive Beobachtung war halt einfach, vorher alle nie für die Piratenpartei interessiert und jetzt auf einmal so, bäm, sind die auf einmal da. So nach dem Motto, die kommen irgendwo, so eine Piratenpartei mit 20.000 Mitgliedern vom Himmel gefallen. Und ich glaube, uns regt dann auch diese Neiddebatten wahrscheinlich an, weil natürlich so Parteien auch Blackboxes sind oder weil sich auch niemand besonders dafür interessiert, wie so diese Aufstiegsrituale in verschiedenen Parteien sind, dass man so den Eindruck hat, dass die Leute, die dann am Ende in egal welcher Repräsentationsform, also ob es jetzt ein Kommunalparlament oder ein Landtag oder der Bundestag ist, dass die da irgendwie so hingeplumpst sind, so nach dem Motto, da mussten wir mal so eine Liste machen und dann stellen die sich da an den Wahlkampfstand und winken schön und dann sind die da auf einmal in diesem Bundestag und die mussten dafür ja gar nichts machen, ja, also wo ja vom jemanden, der irgendwie in eine BVV will, bis hin zu einem, der dann der Spitzenkandidat einer Partei im Bundestagswahlkampf ist, die ja alle irgendwie an ihren Fronten also erstmal vorher einen parteiinternen Auswahlprozess überleben mussten und dann im Wahlkampf eine Tour de Force. Ich habe so eine Biografie von Fischer über Außenpolitik, wo er über einen Wahlkampfauftritt im 98er Wahlkampf irgendwo in Mainz oder in Frankfurt, glaube ich, irgendwie berichtet, wo er bei Regen auf einer Orangenkiste steht oder irgendwie sowas. Das war, glaube ich, Mainz. Ja, dass so Geschichten sind, die sich anscheinend keiner mehr vorstellen kann oder die man nicht so wahrnimmt, weil man denkt, naja, die sitzen dann so in den Talkshows und dann fahren die immer von der Talkshow in den Bundestag und oder in ihr anderes Parlament und die haben ja gar nichts dafür. Dass man gerade als Bundespolitiker in der Woche, wo keine Parlamentswoche ist, nicht im Urlaub ist, sondern im Wahlkreis, wie es so schön heißt, aber real bei den kleinen Parteien ist der Wahlkreis die ganze Bundesrepublik. Also wo man ganz viel Zeit im Zug oder im Flugzeug verbringt und dann, wenn man Außenpolitik macht, noch auf Dienstreisen ist, wo das auch nicht die Luxus- oder Lustreisen sind, die manche meinen, sondern da geht es oft morgens um 7.30 Uhr, wird man irgendwie abgeholt und um 22.30 Uhr ist man zurück im Hotel und zwischendrin hat man einen Termin nach dem anderen. Das können sich die Leute nicht vorstellen, weil sie wahrscheinlich nicht selber bereit wären, so zu arbeiten. Nee, ja, weiß ich nicht, ob sich die Leute. Achso, Herr Beck muss mal kurz. ein Thema, was aufkam, was Christopher ins Gespräch gebracht hat, war die sogenannte Filterbubble. Ja. Das sagte mir bislang noch nichts. Vielleicht sagst du kurz, worum es geht. Aber hatten wir da jetzt nicht die ganze Zeit schon drüber gesprochen? Ja, hatten wir. Doch, hatten wir. Ja, Filterbubble hatten wir schon. Indirekt, ja, also indem wir über das Selbstreferenzielle gesprochen haben. Ja, das hatten wir doch jetzt eigentlich schon. Haben wir das nicht schon abgefrühstückt? Ja, aber ist nicht die Filterbubble auch das, dass man selber sich in so einer Blase befindet und eben die Dinge nicht so mitbekommt, wie sie außerhalb sind. Ja, aber das ist kein Problem des Politikers, sondern das ist das Problem insgesamt des Internets. Das hatte ich ja vorhin angesprochen im Zusammenhang mit den Kampagnen gegen Internetsperre und Vorratsdatenspeicherung, dass es eben nicht reicht, wenn man in seinem Kommunikationskanal
sich überwiegend einig ist, dass so etwas überhaupt nicht geht, sondern dass man auch den Leuten, die nicht in diesem Kanal sind, das vermitteln muss. Und also am stärksten ist dieses Phänomen eigentlich, finde ich, bei Facebook, weil man natürlich strukturell mit Leuten befreundet ist, die aus demselben Milieu kommen, aus demselben politischen Umfeld und nur ein ganz kleiner Teil von Leuten, die irgendwie grundsätzlich konträr sind zu dem, was man denkt. Und man denkt dann immer bei Facebook, naja, man wird nicht freuen. Man ist sich überwiegend einer Meinung oder Leute finden unheimlich toll, was ich so mache. Natürlich nur die Leute, die mit einer Meinung sind, dann mit einem befreundet sind. Bei Twitter ist es nicht ganz so schlimm, weil sich da auch viele Leute einklingen, jemanden, die einen nicht so toll finden. Jemanden followen, dem sie widersprechen wollen. Trotzdem ist es natürlich, wenn bei dem Thema, also bei Twitter, dann bei allen internetaffinen Themen im Prinzip so, dass da sich auch unabhängig davon, wo die Leute gesellschaftspolitisch stehen, bis auf wenige Ausnahmen überwiegend die Leute sind bei den Freiheiten im Internet, dass man die verteidigen muss. Also selbst eine Dorobert ist halt gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Aber das heißt nicht, dass man denken dürfte, die CSU sei gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Ne? Aber ich glaube, dieses Thema der Filterbubble, aber da kannst du wahrscheinlich dann auch wieder mehr drüber berichten aus deiner Erfahrung jetzt aus so viel Zeit bei den Grünen, ist auch, glaube ich, vielleicht auch ein Problem dann der Fraktion oder innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Partei, wenn es so darum geht, wie gut oder wie schlecht ist das eigentlich gerade, was wir hier so veranstalten, ne? Also ich will jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber ich habe mir so oft bei dieser Kampagne zum Beispiel im Berliner Abgeordnetenhauswahlkampf und so, ich weiß, das ist ein neuralgisches Thema, aber habe ich mir dann auch so gedacht, okay, das ist jetzt aber nicht nur explizit in den Grünen, sondern im Grunde genommen bei allen Parteien, das ist so die Angst, die ich auch habe, wenn ich in 5 Jahren mir nochmal mich da dran beteilige oder in 4 Jahren mir überlege, okay, wie sieht die nächste Kampagne in Berlin aus, dass ich sage, okay, ich bin so irgendwie im Politikbetrieb und im Parlamentsbetrieb und sonst irgendwas drin, dass ich gar nicht mehr richtig mitschneiden kann, was so die Menschen auf der Straße, wie es immer so schön heißt, denken, und ich dann auch ganz tolle Ideen habe, möglicherweise, wo wir uns alle gegenseitig in der Partei oder in der Fraktion auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das ist eine super Idee, aber von außen betrachtet, ein unbeteiligter Betrachter möglicherweise sagen würde, vielleicht solltet ihr nochmal darüber nachdenken. Also ich weiß nicht, wie du das dann in dieser Blase Politikbetrieb erlebst, also sowohl innerparteilich, aber auch mit in Kontakt mit den anderen Fraktionen, auch mit den Medien, weil teilweise kennt man sich dann ja auch schon über 10 oder noch mehr Jahre. Ja, man darf auf jeden Fall nie glauben, dass die Medien der Resonanzboden sind, das, was die Bevölkerung umtreibt, tatsächlich das spiegeln, sondern also man muss halt normale Freunde aus dem Leben sich wirklich bewahren, um da den Anschluss an die wirkliche Welt nicht zu verlieren. Und ich finde, was auch gut hilft, ist, wenn man zu Veranstaltungen geht, wo man nicht so auf eigenem Terrain ist. Also weil natürlich jede Parteiveranstaltung lockt überwiegend Leute an aus dem eigenen Umfeld. Und das wichtiger ist es dann eben, was weiß ich, zu Kirchen, Gemeinden, zu Gewerkschaften, zu irgendwelchen Stadtteilinitiativen oder so zu gehen, die mit der Partei erstmal nicht zwingend was zu tun haben, um auch zu sehen, dass es ganz andere Gruppen von Leuten gibt, die sich auch ziemlich einig sind, was richtig ist, und die da eine ganz andere Vorstellung haben als der eigene Laden. Also das hilft sehr, wenn man sich sozusagen zur Aufgabe macht, auch solche Sachen zu machen. Also ich gehe selbst manchmal zu, wenn ich eingeladen werde, zu irgendwelchen Burschenschaften, die dann volles Haus haben, wo ich denke, das ist jetzt wirklich der Herd eher feindliches Terrain. Ja, ja. Nicht immer nur, manchmal ist man auch überrascht, aber um mich dann mit denen einfach auch zu streiten und dadurch auch zu sehen, welche anderen Sichten es gibt. Also wirklich so etwas nicht zu sagen, wow, das ist, was wollen die denn von mir, mit denen habe ich echt nichts zu tun, sondern um auch das Feeling nicht zu verlieren,
was ist eigentlich das Bild von einem, was ist das Bild von der eigenen Partei bei anderen gesellschaftlichen Gruppen, die damit nicht so viel zu tun haben. Ja. Und gleichzeitig ist es immer die Chance, Leute von Dingen zu überzeugen, die einem ganz fern stehen, weil man erstmals mit ihnen ins Gespräch kommt. Weil ja, ja. Dann ist auch ja, manchmal ja. Überraschungen bei denen gibt, dass man sich doch bei bestimmten Sachen mehr gedacht hat, als sie sich einig waren vorher, bevor sie einen eingeladen haben. Ja, denke ich auch. Das ist sicherlich ganz wichtig. Dann noch eine Frage an das, was du vorhin gesagt hast, mit den Gesetzen aus der Mitte des Parlaments und Gesetze durch die Regierung. Gäbe es jetzt nicht durch die neuen Kommunikationsformen auch die Möglichkeit, dass man mehr Leute einbindet in das Verfassen von Gesetzen, also da eine Art Crowdsourcing machen kann? Da wäre die Frage, wie filtert man alle Trolls dieser Welt raus und diejenigen raus, die gar nicht an dem Gesetzgebungsvorhaben ein echtes Interesse haben. Und also ich will da unterscheiden zwischen einer Initiative, wenn man sich überlegt, was weiß ich, wie bauen wir neu die Finanzierung des Gesundheitssystems, wie wir vorschlagen eine Bürgerversicherung auf und wie wollen wir das neu regeln. Da kann man natürlich Leute einbeziehen, die aus dem Gesundheitssystem kommen, die aus diesem ökonomischen System kommen, um einen vor Fehlern zu warnen. Aber bei der also konkreten Erarbeitung eines Gesetzestextes halte ich da ehrlich gesagt nicht so viel, weil ein Gesetzestext, das ist auch was Rechtliches, Formales, wo man oftmals mit dem Alltagsverständnis eines Wortes überhaupt nicht weiterkommt. Ja. Und dann hat man in solchen Foren dann nur damit zu tun, Leuten zu erklären, dass dieses Wort nicht die Bedeutung der Alltagssprache hat, weil es geprägt wird aus einem anderen Paragraphen, wo schon drin steht, wie das aufzufassen ist und unter welchen Bedingungen das überhaupt zur Anwendung kommt. Ja. Ich glaube, Mahas Frage zielte aber so ein bisschen darauf ab, nicht so nach dem Motto, wir machen jetzt hier ein Bundestags-Wiki und jeder soll mal anonym reinschreiben, was er denn jetzt gerne für ein Gesetz hätte, sondern dass man zu konkreten Gesetzesvorhaben sagt, okay, wir würden gerne die und die Dinge ausarbeiten, ressourcenmäßig sieht es so und so aus und wir sprechen hier ganz explizit ein Fachpublikum an, genau. Aber halt, sag ich mal, den interessierten Fachmann, wobei man da natürlich ganz schnell wiederkommt, wer ist unabhängig, wer ist nicht unabhängig. Also ich kann mir vorstellen, dass gewisse Vereinigungen gerne bereit sind, ihre gesamte juristische Expertise ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen. Ja, wenn können wir das bei der Musikindustrie zu machen. Ja, so, aber Urheberrechtsnovelle gut vorstellen. Ja, nee. Also, aber das sind Dinge, die sind nicht neu. Das machen wir schon länger, als es die Online-Möglichkeiten gibt. Also klassischerweise holt man Stellungnahmen zu Beginn einer Initiative eine auch richtige Fachanhörung, die man auch öffentlich macht, also wo auch nicht nur die Sachverständigen hinkommen, die man sich selber schon mal vorher angehört hat, sondern nach dem Motto, deren Expertise, auch deren Kontroverse wollen wir durchaus aufnehmen, sondern dann das interessierte Publikum dazukommen kann und sich in die Debatte mit einbringen. Und das, seitdem das online möglich ist, machen wir das auch online. Also wir hatten zum Beispiel jetzt zum Jahreswechsel unseren Gesetzentwurf für die direkte Demokratie, also Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid. Da haben wir erst einen Entwurf gemacht oder unseren alten Entwurf aus der letzten Wahlperiode eingestellt und dann auch 5 Leitfragen gestellt und die Möglichkeit gegeben, wer sich daran beteiligen will, da auch möge in der Diskussion. Tun. Wie ist da so der Rücklauf? Es waren 90 Leute, glaube ich. Also es war nicht übertrieben viel. Angesichts dessen, dass es da auch eine ganze Reihe von Initiativen in diesem Bereich gibt. Mm. Aber ich finde, man kann nur schlauer werden bei sowas. Aber ich finde, man muss aufpassen, dass was auch nicht zu einer PR-Masche wird. Ja, ja. Ja, ja, also, klar.
Es ist nichts einfacher, als für irgendein Thema ein Forum einzurichten. Dann behauptet man, würde die Diskussion da aufnehmen und hinterher hat es irgendwie nur der Praktikant gelesen und irgendwie und keine so Antworten notwendig waren beantwortet und die Arbeitsgruppe hat, die daran sitzt, hat das nie zur Kenntnis genommen. Mhm. Also deshalb, ich sag immer meinen Leuten, macht es nur, wenn ihr es wirklich ernst meint mit der Beteiligung. Und wenn ihr wirklich noch Fragen habt, aber wenn ihr eh schon eigentlich durch seid mit eurer Meinungsfindung, dann macht es nicht als Alibi, um sozusagen sich unheimlich partizipativ zu geben. Also es ist etwas, was einem übrigens jede Werbeagentur rät, solche Webseiten zu machen, Tools und Diskussionsforen einzurichten, wo ich immer sag, also nur wenn wir es wirklich wollen. Und ansonsten lass die Finger davon und verarsch das Publikum nicht. Ja. Ja. Ja, dann bleibt die Frage noch nach dem Populismus. Ja. Also mittlerweile bin ich ja, also ich bin ja auch jemand in der Piratenpartei, dem dann ja oft auch mal so über Twitter oder in Kommentaren, in Blogartikeln Populismus vorgeworfen wird. Oft sind da ja so, man müsste sich eigentlich nochmal vielleicht so den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen, weil ich finde, das ist oft sehr instruktiv, einfach mal so eine allgemeine Diskussion, Definition davon zu haben. Ich glaube aber, dass, also ich merke immer mehr, ich habe das Gefühl, es ist halt ein Vorwurf. Es wird halt vorgeworfen. Ich kann es immer weniger eigentlich fassen. So was jetzt konkret, was jetzt konkret populistisch sein soll und was nicht, also was da die Abgrenzung ist zu nicht populistisch, oder das wäre auch nochmal eine interessante Frage, was ist eigentlich das Gegenteil zu nicht populistisch, also oder nicht, zu populistisch? Nicht populistisch wäre sachorientiert. Ja. Also ich finde schon, es gibt also wir sind alle manchmal populistisch, aber der Populismus lebt davon, dass man die Auseinandersetzung bei einer Frage eigentlich auf einen Aspekt reduziert, der populär ist. Mhm. Und der irgendwie unmittelbar die Erwartungsreaktion der Rezipienten, in dem Fall eben des Volkes oder großer Teile des Volkes, entspricht. Also klassisch ist zum Beispiel der Umgang bei bestimmten Straftaten, was weiß ich, alles, was mit Pädophilie, sexuellem Missbrauch zu tun hat. Und dann gibt's irgendwie ein Urteil und dann sagt man, ohne dass man irgendeine Kenntnisse von dem Fall hat, das muss viel schärfer bestraft werden. Ja. Jenseits der Regeln, die wir im Strafrecht kennen, jenseits der Kenntnisse um die Tatumstände, um die Beweislage. Und das findet immer einen Resonanzboden bei Leuten, die sagen, ja, war doch ganz schrecklich und das finde ich, kommt da nicht genügend in so einem Urteil raus. Und also diese Art von Populismus verdirbt schon auch zum Beispiel die Akzeptanz von rechtsstaatlichen Entscheidungen und das eben zum Beispiel in der Populismus gegen den Rechtsstaat ist zum Beispiel ein richtiges Problem, wo man eben beim Gerichtsurteil muss der Richter eben ohne Zweifel überzeugt sein davon, aufgrund von Beweisen, dass diese oder jede Tat begangen hat. Jetzt hat man häufig Prozesse, wo man den Leuten 5, 6 Taten vorwirft, aber nur eine wirklich beweisen kann. Aber die sind eigentlich alle insgesamt ziemlich schlimm. Aber dann sagt der Richter, okay, bei dieser Tat, ich glaube vielleicht, dass der das war, aber ich kann nicht mit einer, bin nicht mit einer Intensität überzeugt, die faktisch sagt, ich weiß, dass der das war. Und dann kann ich ihn im Rechtsstaat nicht verurteilen. Dann gilt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Dann wird er für die im freigesprochen und dann heißt es in dem Pressebericht, dem wurde das und das vorgeworfen und jetzt hat er eine Bewährungsstrafe von einem halben Jahr gekriegt. Das ist doch himmelschreiend. Unser Rechtssystem ist marode, das muss jetzt energischer zupacken. Ja. Das ist zum Beispiel ein Populismus auf Kosten der rechtsstaatlichen Kultur, dem man sich auch entgegenstemmen muss.
Ich würde nicht immer sagen, alles, was schon eine populäre Rede ist, ja, wo man mal rhetorisch ein bisschen... Aber ist das nicht angelegt, auch gerade in dem medialen System, dass eben auch die Zeitungen ihre Auflagen verkaufen wollen, dass es natürlich immer besser geht, wenn man halt populäre Punkte bringt? Ja, ich kann mal hier, wie gesagt, das ist sehr instruktiv. Also die ersten beiden Sätze in dem Wikipedia-Artikel: Populismus, lateinisch von populus, ne, Volk, bezeichnet eine Nähe zum Volk bemühte Politik, die Unzufriedenheit, Ängste und aktuelle Konflikte für ihre Zwecke instrumentalisiert, indem sie Gefühle anspricht und einfache Lösungen vorstellt. Populistische Bewegungen entstehen oft in Phasen raschen gesellschaftlichen Wandels und sind an eine charismatische Persönlichkeit gebunden. Mhm. So, und was du gesagt hast gerade über diese Gerichtsbeispiele, das erfüllt ja dann da im Grunde genommen alle Dinge der Definition jetzt in der Wikipedia. Und ich meine, das macht es jetzt für mich auch nochmal klarer. Zum Beispiel innerhalb dieser Euro-Debatte wäre wahrscheinlich Populismus zu sagen, wir steigen jetzt aus dem Euro raus. Ne? Es gibt eine Krise, oder wir schmeißen die Griechen raus. Also die FDP-Kampagne hier in eurem Landtagswahlkampf wählt gegen die Euro-Bonds, wir zahlen nicht die Schulden von anderen. Ne? Ja. Unabhängig davon, ob das Landesthema ist oder heißen würde, wenn wir jetzt einfach mal das Finanzsystem zusammenkrachen lassen würden, dann haben wir für niemanden anders bezahlt, dann zahlen wir nur noch für uns selbst. Ja, ja. Also gut, ich denke dieses Präsentieren von einfachen Lösungen und da gibt man sich ja dann wieder die Klinke in die Hand mit den Medien, weil das kennst du, das kenne ich jetzt mittlerweile auch, aber natürlich kann man denen 5 Stunden irgendwie was über Liquid Democracy oder sonst irgendwas erzählen, da schnallen die irgendwann ab, wenn man da irgendwie sagt, so ich finde das und das gut oder das und das ist scheiße oder da müsste man einfach mal das ist denke ich auch also insofern erfüllt meine Rede vielleicht vorgestern im Abgeordnetenhaus schon gewisse Kriterien des Populismus, weil ich habe quasi so ein aktuelles Problem oder Angst angesprochen, so dass man sagt, naja, wir fühlen uns nicht mehr ordentlich repräsentiert im Parlament. Und habe da gefühlsmäßig auch argumentiert teilweise und habe halt auch eine einfache Lösung angeboten, indem ich halt gesagt habe, naja, wir schreiben aus der Landesverfassung einfach raus, dass der Senat, also die Regierung, Gesetze in dem Haus geben darf. Ne? Das ist natürlich dann wieder... Ich weiß auch schon den einfachen Umgehungstatbestand, den haben wir nämlich im Bundestag schon. Ja. Es gibt ja im System zwischen Bundestag und Bundesrat bestimmte Fristen. Und bei Regierungsentwürfen hat der Bundesrat vorher das Recht zur Stellungnahme. Und erst nach dieser Stellungnahme, binnen einer Frist, glaube ich, von 6 Wochen, geht der Regierungsentwurf in den Bundestag. Mhm. Aber um das zu umgehen, gibt es dann die Paralleleinbringung durch die Fraktionen. Dann übernehmen die Koalitionsfraktion wortgleich den Gesetzentwurf der Regierung und bring ihn schon mal in den Bundestag ein, damit die parlamentarische Beratung losgehen kann. Und dann kommt noch ohne Debatte später der wortgleiche Antrag der Bundesregierung nach mit Äußerung des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung. Ja. Und kurz vor Abschluss sehen die beiden Gesetzentwürfe sich im Ausschuss und dann wird abgestimmt und damit hat man dem Ganzen ein Schnippchen geschlagen. Und so wäre das bei deinem Vorschlag auch insofern in der Tat. Naja, wir haben ja keinen Bundesrat. Reduktion eines Problems auf einen auch noch untauglichen Vorschlag. Ja, ja, ne, gut. Wobei also das Problem ganz untauglich existiert. Ganz untauglich wäre er ja meiner Meinung nach nicht. Ich appelliere dann ja in einer gewissen Weise auch an das Rebellentum in einer CDU-Fraktion und auch in einer SPD-Fraktion, die natürlich, das ist mir natürlich auch klar in dem Moment, in dem ich sowas vorschlage, jeden Entwurf des Senats 1:1 übernehmen könnten. Aber vielleicht man dann doch innerhalb der Fraktion einfach so sagt, so ja, nee, aber wir stellen uns das an den und den Stellen dann doch nochmal anders vor. Ne? Aber wir waren
Wir waren bei diesem Thema Populismus und ich finde es und ich beziehe das dann natürlich auch immer direkt auf die Piratenpartei und unter dem Gesichtspunkt fand ich das jetzt ganz interessant, mir mal die Frage zu stellen, wie weit die Piratenpartei im Grunde genommen da auch eigentlich eine eher populistische Veranstaltung ist. Ja, du hast ja nur 140 Zeichen im Tweet, das heißt, also es muss alles etwas verkürzt werden. Naja gut, da gibt es ja Tiny URL, um dann das Argument länger auszuführen. Da schaut ja dann niemand locker. Aber das glaube ich, ist nur ein technisches Problem, weil auch andere Leute twittern und das heißt auch nicht zwangsläufig, immer derselbe Inhalt drinsteht, weil das der Kanal das vorgibt. Ich würde eher sagen, was vielleicht bei den Piraten populistisch ist und was ich vielleicht gar nicht mit dem Sinne, dass man instrumentalisieren will, sondern dass man das erstmal ernst meint und dann an der Realität des politischen Prozesses seine Erwartungshaltung brechen muss, ist dieses wir machen Politik ganz anders. Wir sind weniger korrupt oder weniger kompromisslerisch. Also mir wurde, ich habe mit den Piraten schon im 2009er Wahlkampf intensiv auseinandergesetzt und dann war häufig so das Ergebnis, also bei diesem Thema Freiheit im Internet sind wir eigentlich einer Meinung, aber weil wir nur dieses Thema haben, würden wir das dann eben kompromisslos in einer Koalitionssituation vertreten. Seitenpush. Ja, ja. Und auch andere. Ich habe da eine Reihe von Veranstaltungen gemacht. Das war immer das gleiche Muster. Und das wird nicht funktionieren. Und weil entweder macht ihr wirklich alles andere mit, wenn eure Leute auch nicht gutieren. Ja. Oder ihr müsst auch Kompromisse machen. Und es könnte auch sein, dass ihr selbst bei Themen Freiheit im Internet irgendwie einen Kompromiss machen müsstet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel angenommen, wir hätten eine Paprika-Koalition, also Rot-Grün-Piraten, und dann sitzen wir am Tisch und wir sind uns eigentlich einig, Grüne und Piraten, wir wollen bestimmte Sachen aus den Sicherheitsgesetzen raushauen und wir wollen eine Verbesserung des Datenschutzes. Ja. Da haben wir vielleicht sogar Gesetzentwürfe dafür. Ja. Und dann sagt uns die SPD, das machen wir aber so nicht. Ja. Und wenn wir es machen, gehen wir nur so und so weit. Und dann dann würde ich mich hinsetzen und verhandeln und versuchen, die vielleicht bei irgendetwas ein bisschen über die Linie, die sie vorher gesteckt haben, zu ziehen. Ja. Aber ich krieg sie sicher nicht 100% auf meine Position. Ja. Und dann habe ich hinterher einen politischen Kompromiss gemacht, den ich auch vertreten habe, weil ich habe auch dann dafür gestimmt. Ja. Dann kommt vielleicht die Linksfraktion, die da auch noch sitzt und bringt den Gesetzentwurf der Grünen oder der Piraten ein und dann muss man wegen Koalitionsvertrag sogar noch gegen den eigenen Vorschlag stimmen, weil sonst sagt die SPD, nee, dann machen wir gar nichts. Also wenn ihr da jetzt aus der Koalition ausbüchst, dürft ihr nicht. Und das sind die Sachen, da ist populistisch, solange man in der Opposition ist oder gar in der außerparlamentarischen Opposition, sowas würden wir nie nicht machen. Da seid ihr echt von einem anderen Schlage, ihr seid einfach ganz andere Menschen. Wir sind die neue Kraft, die von solchen Sachen völlig frei bleibt. Das wird nur dann sein, wenn man sich verpflichtet, ewig in der Opposition zu sein und dann macht man aber das Geschäft der politischen Gegner. Naja gut, aber man könnte es ja dann auch transparent machen und sagen, so und so ist das jetzt. So transparent hat man das bei jedem Kompromiss gemacht. Also wenn wir zum Beispiel die Hartz-IV-Debatte, die wird ja den Grünen auch oft als Vorwurf nachgetragen. Unser Konzept war immer Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammen. Deswegen, weil wir nicht eingesehen haben, bloß weil eine Frau keine Kinderbetreuung hat, steht sie formal dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung, dann fliegt sie aus der Arbeitslosenhilfe raus und muss zum Sozialamt, kriegt keine berufliche Weiterbildung und nichts mehr, um später wieder in den Job zurückzukommen. Das war nicht gerecht. Aber wir hatten nicht die Beträge im Programm stehen, die dann bei Clement dabei herauskamen. Das haben wir ganz transparent gemacht. Wir haben nämlich auf dem Parteitag gesagt, das und das finden wir an dem Gesetzentwurf gut. Dafür haben, bei diesen und jenen Sachen haben wir dafür gekämpft. Und hier haben wir eine Niederlage, da konnten wir unsere Position nicht durchsetzen. Ja. Das ist nicht so, dass sozusagen die Methode der Transparenz bei einem Kompromiss
von den Piraten neu erfunden werden müsste, die ist bereits erfunden. Ich glaube, wenn man ist tatsächlich schwierig und es ist natürlich ein einfaches Argument. Man kann sich, glaube ich, auch immer, also ohne dass jetzt hier diese ALG-2-Gesetzgebung verteidigen möchte bei allen Dingen, die man da auch ändern sollte. Ich glaube, das Problem an der Stelle ist auch wieder die Vermittlung, ne? Weil das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber das, was ihr dann da als mit der SPD ausgehandelt habt oder worauf ihr euch eingelassen habt, das ist ja dann das, was tatsächlich passiert. Was man nicht sieht, ist zum Beispiel, wie hätte die Sozialpolitik in einer großen Koalition ausgesehen? Mhm. Wie hätte die Sozialpolitik in derselben Zeit ausgesehen, wenn, weiß ich nicht, die CDU 98 nicht Kohl aufgestellt hätte, sondern weiß ich nicht, Schäuble oder sonst wen. Da, meiner Meinung nach, so wie ich das damals wahrgenommen habe, hätten die Chancen, dass dann die CDU nochmal die Kurve kriegt, gar nicht so schlecht gestanden. Das sind dann immer so hätte, wäre, könnte Spielchen. Mhm. Und dann kann man natürlich immer sagen, naja, wenn ihr in die Programme der und der Partei irgendwie reinguckt, wenn die damals die Gesetze hätten machen können, wäre vielleicht das und das rausgekommen. Das wäre vielleicht ein bisschen schlechter oder an manchen Stellen ein bisschen besser gewesen. Aber ihr habt euch ja durch die Wahl für das und das entschieden. Und ich glaube, das ist ja das, was ich immer sage, das ist ja tatsächlich dann auch die Gefahr der Piratenpartei. Wenn wir im Wahlkampf Ressentiments gegenüber der Politik bedienen, den besseren Menschen, den besseren Politiker propagieren und dann natürlich irgendwann an einen Punkt kommen. Und ich meine, diese Erfahrung mussten natürlich, glaube ich, auch die Grünen insbesondere durch diese Entscheidung damals mit dem Kosovo machen. Die eigentliche Frage oder was man ja nochmal vor Augen führen muss, und das ist ja auch nochmal eine schwierige Frage, ist, möchte man an jeder dieser Fragen, wo man dann einen Kompromiss an einem Thema, das der Partei eigentlich sehr wichtig ist, möchte man an so einem Kompromiss dann immer die Koalition platzen lassen und dann sagen, ja, Neuwahlen oder macht halt eine große Koalition oder macht doch, was ihr wollt. Oder die Frage, so nach dem Motto, okay, wir machen hier Eingeständnisse und hoffen aber, dass wir durch unseren Einfluss innerhalb dieser Koalition dann in the long run mehr Gutes tun können, als wenn wir eben nicht in der Regierung sind. Ich glaube, das ist eine schwierige Abwägung und die wird dann wieder verkürzt auf, naja, die haben das nicht platzen lassen, weil die wollten halt ihre Dienstwagen behalten. Ja, ne? Darauf wird es verkürzt. Immer das platteste Argument. Man muss sich immer überlegen, ich glaube, das ist die Verantwortung von Politik in solchen Situationen. Was käme, wenn man sich anders entscheidet? War nicht für die Partei, sondern für die Menschen, fürs Land. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, von dem man das dann entscheiden muss. Also natürlich kann man keinem Krieg, also ich finde, man kann keinem Krieg zustimmen, bloß wegen der Koalition. Das würde ich nie machen. Also ich habe da, wo ich zugestimmt habe für Militäreinsätze, habe ich das auch für richtig gefunden. Ich hatte da auch vorher schon eine andere Position als manche bei uns, die da größere Probleme mithalten. Das heißt nicht, dass ich im Nachhinein sage, das war auch alles richtig, aber in der konkreten Situation wusste ich es zum Teil nicht besser. Aber man darf Kompromissbildung nicht denunzieren. Und ich meine, die Piraten haben ja in Berlin angefangen mit einer paradoxen politischen Intervention. Als die Grünen mit der SPD in den Gesprächen gescheitert sind und die SPD uns sozusagen vor die Tür gesetzt hat, weil sie da zu keinem Kompromiss bereit war, bei dieser 100-Geschichte, haben die Piraten vorgeschlagen, dann sollte doch mal mit Linken, die auch gegen die A100 waren, und Piraten sollten die SPD noch mal probieren zu reden, um eine Koalition zu machen. Ja. Das hat ja die Fraktion beschlossen damals. Ja. Das hieß aber ganz klar, dass die Piraten bereit waren, einen Punkt, der in ihrem Programm stand, den sie ihren Wählern auch versprochen haben, in Anführungsstrichen, bereit waren, zur Disposition zu stellen. Weil ansonsten machte dieser Vorschlag keinen Sinn. Das war klar, wenn die SPD mit den Grünen die A100 auf jeden Fall baut und dass die Bedingung ist, überhaupt Gespräche zu führen, hätte man, um zum Tisch mit der SPD und Linken zu gehen, natürlich sagen müssen, Grundlage dieses Gespräches ist, A100 wird gebaut. Also da hatten die Piraten sozusagen, bevor sie überhaupt angefangen haben, Opposition zu machen,
schon den ersten Punkt im Programm zur Verfügung gestellt. Wenn die SPD dafür dem fahrscheinlosen ÖPNV zugestimmt hätte, dann hätte man darüber reden können. Genau. Erstens das, zweitens, was ich noch einfach dazu sagen kann, ist die Art und Weise, wie das entstanden ist, das ist natürlich auch ein bisschen hoppla hopp gelaufen. Es ging mir das ist ja gar nicht schlimm. Ich kann es dir aber nur erklären. Natürlich, dass man selber auch nicht besser ist da, sondern auch natürlich, dass wenn man mitspielen will, weiß, dass man das, dass man auch bereit sein muss, mal was aufzugeben, um was anderes zu bekommen. Es ging mir aber um was anderes. Das ist ja quasi auf meine Anregung hin entstanden. Und das Problem ist halt auch einfach gewesen, dass ich in diesem Moment, als das alles passiert ist, schon im Flieger nach Köln irgendwie saß und dann da am Abend da in der Aufzeichnung hier für Stefan Raab da TV Total irgendwie war und dann versuchen musste, über das Handy im Grunde genommen die Fraktion davon zu überzeugen, sendet mal jetzt bitte ein klares Signal aus. Und darum ging es mir an der Stelle, nämlich, und das ist ja nach wie vor eine, gut, da kann man sich jetzt angesichts dieser großen Koalition auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber vor 3 Monaten, direkt nach der Wahl, war ja die Situation, dass alle Leute gesagt haben, okay, Berlin hat ganz klar Mitte-Links gewählt. Wir haben im Grunde genommen ein Mitte-Links-Parlament. Und die Idee dahinter, die ich insbesondere hatte, war natürlich auch zu sagen, okay, ich möchte nochmal insbesondere von der SPD hören, warum ist eine CDU als Koalitionspartner politisch für euch besser als noch 2 andere Parteien, die sich ja links, Mitte links irgendwie bewegen? Ja, das ist natürlich jetzt dann auch die extreme Realpolitik, aber das muss ich ja jetzt auch nicht irgendwie leugnen oder mich da dümmer stellen, als ich bin. Mir war natürlich bewusst, dass ein solcher Ruf von der Piratenpartei natürlich nie gehört wird, weil man sich irgendwie sagt, ich will an diesem Punkt auch gar nicht angreifen. Es ging mir bloß darum, sozusagen zu zeigen, dass ein Argument, was viele Piratenanhänger und auch Piratenfunktionäre gegen andere Parteien oder gerade spezifisch gegen die Grünen vorgebracht haben, dass das auf sehr wackeligen Füßen steht, sobald es realen Politik kommt. Nee, aber dass es auch eigentlich sozusagen den realen Erfahrungen der politischen Akteure bei den Piraten inzwischen schon entspricht. Ja, und ich glaube, das ist aber noch der große Knackpunkt bei uns, wo es noch eine parteiinterne Diskussion geben muss, die ihr die ihr hattet und die auch Jahre wahrscheinlich gedauert hat, nämlich die Frage, unter welchen und zu welchen Bedingungen ist man denn bereit, in Regierungsverantwortung zu treten? Und der eigentliche Witz ist ja der, selbst wenn wir in der Lage, also selbst wenn solche Gespräche stattgefunden hätten, Rot-Rot-Orange, ja, und selbst wenn wir dort einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hätten, der ja, dann auch öffentlich hätte ausgehandelt, der wahrscheinlich, wissen, ja, mit einem Totalverlust aller Punkte für die Piraten. Genau, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, es wäre zustande gekommen, dass wir sogar bereit sind, diese Sache nicht zu streamen, sondern zu sagen, okay, uns geht's hier um die liebe Sachpolitik und deswegen findet das hinter verschlossenen Türen an. Dann wäre das an dem Punkt gescheitert, wo es einen Landesparteitag gegeben hätte, auf dem der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden muss. Und an dem Punkt wäre es gescheitert. Weil dann die Partei gesagt hätte, nee, also so wie das abgelaufen ist, tragen wir das nicht mit. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, über den sich viele Piraten im Moment überhaupt keine Gedanken machen an der Stelle. Ja, und wenn ihr die Bundestagswahl antreten wollt, müsst ihr natürlich auf diese Fragen auch eine Antwort geben, nicht? Also die Frage, was macht man, wenn man Piraten wählt und sie kommen ins Parlament? Macht man dann die große Koalition,
die für Vorratsdatenspeicherung, weitere Einschränkungen bei der Freiheit und so weiter steht, sicherer und wahrscheinlicher? Oder gibt es eine klare Vorstellung, zu welchen Konditionen man bereit wäre, mit anderen zusammenzuarbeiten? Weil wenn man diese Frage nicht beantwortet, dann wählt man mit Piraten indirekt Angela Merkel. Naja, man das könnte auch zur Transparenz gegenüber dem Wähler, um das Thema sozusagen mit dem zentralen Thema zu verbinden. Da könnte auch ein klares Bekenntnis der Grünen dazu gehören, dass man sagt, Schwarz-Grün stellt für uns auch eine Option dar und wir werden Angela Merkel die Flausen mit der Vorratsdatenspeicherung aus dem Kopf treiben. Ja. Ne, also so rum kann ich das natürlich auch. Und kann nicht ich das auch bei Koalitionsverhandlungen zuerst mal die Vorratsdatenspeicherung durchwinken. Ich meine, das ist ja schon auch die Gefahr. Ich finde, dass man, also man muss nicht sagen, was man mit Angela Merkel machen würde, wenn man mit ihr gar nichts machen will. Jetzt aber für mich die Ansage. Ja, auf der wenn anderen rein rechnerisch schwarz-grün die. Ja, das ist aber die breite Mehrheit wäre. Da gilt für mich die alte Ansage: Wenn die Kuh vier Räder hat, ist es vielleicht doch ein Auto. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Politik mit, wo wir sagen Mindestlohn, ALG-2-Verbesserung, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Investitionen für die Bildung, auch so, dass es, dass die kleinen Leute oder Menschen aus der Migrantenszene, die nicht aus dem bildungsnahen Haushalt kommen, die gleichen Chancen haben. Ja. Und wir sagen, diese Zeche müssen die Einkommensstarken und Vermögenden bezahlen über Vermögensabgabe, Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Wie die EU das alles mitmacht, dann brauche ich sie eigentlich zur Wahl nicht antreten, dann kann sie sich nicht auflösen, weil dann kann sie gleich sagen, liebe Leute, wählt doch Rot-Grün. Ja, weil das Gegenmodell von dem, das sie will. Aber wir treten ja nicht an, um die berühmten Dienstwagen zu kapern, sondern um unsere Politik durchzusetzen. Dabei sind wir zu Kompromissen bereit, aber nicht dazu bereit, das Gegenteil von dem zu machen, wofür wir stehen. Ja. Vielleicht muss man dann bei der Mindestlohnhöhe mal über die Cents einen Kompromiss machen. Ja. Aber über das Prinzip sind wir nicht bereit, einen Kompromiss zu machen. Und da dann Ende der Fahnenstange mit der Union. Und deshalb ergibt sich das da aus den Inhalten. Ja. Aber nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das ist natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich eine gute Frage, die Piraten zu fragen, was sind sie bereit mitzutragen oder wollen sie überhaupt? Nee. Also, und aber dann würde ich, also erstens muss man ja sagen, Volker, wenn wir reinkommen, bin ich ja 2013 dann gar nicht im Bundestag, ne? Ich bleib ja im Abgeordnetenhaus, weil ich kann ja gar nicht. Und dann ist ja die Frage, hätten dann die Grünen Lust angesichts der Tatsache, wie du auch die eigenen Erfahrungen mit den ersten Bundestagsfraktionen der Grünen gemacht hast, hätten denn andere etablierte Parteien Lust, sich diesen Hassel anzutun, mit so einer komplett neuen Partei versuchen, eine Regierung zu bilden, in dem Wissen, dass da, egal wie viele Leute drin sind, manche wahrscheinlich aus Prinzip schon mal bei manchen Entscheidungen nicht mit der Regierung abstimmen würden. Ich denke, das heißt ja dann aber als Ansage, aus Prinzip wären die Piraten nicht bereit, die Voraussetzungen zu schaffen, dass eine Gestaltungsmehrheit zustande kommt unter Einschluss ihrer Sitze. Und das heißt, für die Bundestagswahl als Aufstellung, eine Stimme für die Piraten bedeutet eine Stimme gegen Rot-Grün und bedeutet deshalb wahrscheinlich eher eine Stimme für eine schwarz-rote Koalition unter Angela Merkel. Das kann man so sagen. Wichtiger für die Entwicklung der Republik, dass die Piraten als Oppositionsfraktion im Bundestag sitzen, als dass man die Vorratsdatenspeicherung verhindert. Das heißt es im Ergebnis. Dass der Auffassung darf man sein. Ja. Ich wäre dann anderer Auffassung. Und deshalb ist es schon eine entscheidende Frage,
ob sozusagen der reale Einfluss auf Politik das Wichtige ist. Und wenn man den für wichtiger hält, dann muss man sich selber so aufstellen, auch klar ist, dass nicht verlorene Stimmen für eine andere Politik sind, weil ich finde, die jetzige Politik haben wir lange genug genossen. Ja. Die Große Koalition war für mich nicht wesentlich besser. Also sie war weniger streitig, obwohl es nicht die Traumkoalition war, aber ansonsten ist da eigentlich auch in zweimal vier Jahren viel passiert, außer Krach. Dann sage ich es aber nochmal hier, damit kannst du mich dann auch den ganzen Bundestagswahlkampf lang zitieren. Aber ich sag mal, realistischerweise ist doch keine Partei, die das erste Mal im Bundestag drin ist, koalitionsfähig, regierungsfähig. Wie soll das denn? Also wer von uns sollte denn ein Minister machen? Wer von uns sollte denn ein, und vor allen Dingen dann welches Ministerium? Ja, wo kriegen wir denn aus unseren Reihen zwei parlamentarische Staatssekretäre her? Ja, und es geht ja nicht darum, es gibt ja sicher Leute, die Expertise da hätten, aber ich kann ja auch nicht Leuten, die möglicherweise seit 2009 oder 2006 irgendwie ihre gesamte Energie in diese Partei gesteckt haben und auch deswegen die Befindlichkeiten kennen und auch das Netzwerk haben, den kann ich ja nicht sagen, na ja, jetzt setzen wir hier zwei Leute, die sich gerade beworben haben, als parlamentarische Staatssekretäre und Minister irgendwie vor, weil die ein bisschen qualifizierter sind, ja. Dass wir jetzt vielleicht dann, weil wir uns jetzt dann 2013 auch ein bisschen länger kennen würden und sonst irgendwas und genug Wasser den Rhein runtergelaufen ist, in der Lage wären, dann am grünen Tisch und auch hinter verschlossenen Türen miteinander normal zu reden und dann eben das nicht auf Show machen würden, das ist ja klar, aber die Frage ist doch, wenn da 30, 40 Piraten im Parlament sitzen, wer möchte denn ernsthaft koalieren mit denen und dann noch als Trollierung zum Schluss, da finde ich, wäre dann auch Rot-Grün in der Pflicht auszuloten, inwieweit eine Mehrheit oder ein Bündnis aus Rot-Rot-Grün da auch eine Option wäre, wenn es rechnerisch möglich ist. Wenn die Linken reinkommen. Da haben die Linken sich auf ihrem letzten Parteitag programmatisch dagegen entschieden. Ja, aber die sind auch. Aber ich es ging mir ja jetzt nicht darum, ein Koalitionsangebot an die Piraten zu formulieren, sondern ich finde, es gebietet die Fairness und die Transparenz gegenüber den Wählern klar zu machen, was es machtpolitisch bedeutet, was es bedeutet, wenn die Piraten in den Bundestag kommen, für die Frage, wer dann noch eine Regierung bilden kann. Weil das müssen die Leute schon vor der Wahl wissen. Da kann man nicht sagen, irgendwie es wird alles fröhlich und wir werden schon die alleinige Mehrheit haben und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Sondern das bedeutet, also im realen parlamentarischen System bedeutet es halt immer, verantwortliche Entscheidungen zu fällen, die Konsequenzen in der Realität haben, und für diese Konsequenzen ist man auch immer mitverantwortlich. Ja. Aber, und jetzt nochmal Thema Populismus, die einfache Reaktion darauf ist ja dann natürlich für uns zu sagen, na seht mal her, die haben irgendwie schon Angst davor, dass wir in den Bundestag kommen und ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt zu sehr hier auf schon, wir sind schon ein bisschen im Bundestagswahlkampf, wir waren eigentlich beim Thema Medien, ne? Das sind aber trotzdem Sachen, über die man an anderer Stelle, denke ich, nochmal vielleicht diskutieren sollte, ohne dass man, wir waren beim Thema Öffentlichkeit und Gesicht verlieren, weil meiner Meinung nach, es geht schon da auch um mehr, als zu sagen, Piratenpartei macht durch die Hintertür im Grunde genommen VDS oder so, ne? Also das ist mir dann auch ein zu kurzer Schluss. Was hatten wir denn noch auf unserer Liste? Ich glaube, wir hatten noch die Bild-Zeitung. Wir hatten die Zukunft der Parteien, insbesondere Vergleich CDU, Grüne, Piraten, vor dem Hintergrund, dass das Pfund, mit dem die CDU wuchert, immer die Moral ist und diese verschiedenen Moralgebäude, die dahinter stehen und die möglicherweise in Zukunft vielleicht nochmal eine Rolle spielen, weil die CDU eigentlich immer schlechter eventuell
gewissen moralischen Anspruch, den gerecht werden kann. Wir haben das bei der DU oder bei der CSU, erwartet man schon, dass die irgendwie nicht so ganz koscher sind. Auf der anderen Seite sind das diejenigen, die halt vor allen Dingen, also ihr Asset ist halt tatsächlich dieses Saubermann-Image. Und ja, wird das in Zukunft werden? Also ich glaube, dass die Leute einfach, weil sie mündiger sind, auf das, was die CDU da propagiert, immer weniger Lust haben. Weil sie wissen, dass zumindestens, wenn sogar schlimmer, aber die Verfehlungen bei den Konservativen mindestens genauso stark ausfallen wie bei anderen Parteien. Gleichzeitig tragen sie wie eine Monstranz von sich her. Sie Moral ja auch bedeutet, einem bestimmten Weltbild zu entsprechen, an dem überhaupt nichts moralisch finde, weil ich finde, jeder soll leben so, wie er will, und lange keiner Fliege was zuleide tut, geht's auch niemandem was an, und es ist nicht besser und nicht schlechter. Und das haben sie ja immer anders gemacht. Sie haben ein bestimmtes Familienbild in ihren Kampagnen versucht zu prägen. Sie haben oftmals riesige Moralfloskeln vor sich hergetragen. Ich erinnere nur an Gutenbergs Homepage. Ja. Und sahen danach umso mausiger aus neben diesem riesen Hügel an Moral, den sie da aufgebürdet haben. Ich denke, die Menschen wollen eigentlich mehr. Darum haben wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder gekämpft. Klare Regeln. Zum Beispiel haben wir nie gesagt, es ist schlecht, dass ein Abgeordneter noch nebenher verdient, weil die Diäten sind ja kein Gehalt, sondern eine Entschädigung für das, was man in der Politik da macht. Aber wir haben gesagt, aber das sollen die Leute wissen, wo die noch Geld verdienen, mit wem die Geld verdienen, damit sie sehen, macht er nicht im Bundestag dasselbe, was er seinen Auftraggebern außerhalb verkauft, weil dann der Wähler auch die Möglichkeit haben zu sagen, und so jemanden will ich nicht. Ja, also der irgendwie, was weiß ich, als Anwalt für die Spirituosenindustrie unterwegs ist und dann in seiner Fraktion eine fulminante Rede für die Abschaffung der Branntweinsteuer hält, da gibt's offensichtlich einen Zusammenhang, und der ist nicht okay. Also deshalb so eine Art von Regeln zu sagen, wir brauchen Transparenz, wir müssen klar machen, was geht und was nicht geht. Mhm. Und danach wollen wir die Leute beurteilen, ohne dass man das gleichzeitig mit so einer so ein Gefühl, wir sind die besseren Menschen. Also davon sind wir übrigens auch nicht ganz gefeiert. Wir in unserer frühen Geschichte, Antiparteienpartei und wir machen alles ganz anders und wir sind viel besser, sind viele bei uns auch durch die Gegend gelaufen. Das habe ich versucht, auch ganz maßgeblich in den letzten Jahren aus der Kommunikation herauszufiltern und zu sagen, es muss eigentlich um die Regel gehen und nicht darum, dass wir besser sind als andere. Weil das kann man gar nicht für jedes Parteimitglied und für jeden Abgeordneten da die Hand ins Feuer legen. Und das ist einfach Hybris. Und man sollte von solchen Sachen lassen. Und deshalb würde ich, glaube ich, dass die CDU natürlich ein Mobilisierungsinstrument auch für ihre Leute verliert, weil die Leute ihr das sowieso nicht mehr abnehmen. Ich glaube, sie hatte an der Stelle, was die Moral angeht, tatsächlich ein strukturelles Problem, dass man, damit man überhaupt in der CDU so weit kommt oder in der CSU, muss man sich anscheinend vor allen Dingen dann halt in der Öffentlichkeit so einem Moralkodex unterwerfen, dass man ein gewisses Familienbild, dass man einen gewissen Moralkontext da irgendwie vermittelt, also gerade in der Kommunikation, ne? Und den aber möglicherweise intern für sich gar nicht einhalten kann, weil man halt ein normaler Mensch ist. Und das bringt dann wieder diese Fallhöhe, über die wir sprachen, ne? Klar, also wenn ein Pirat da so ein Koksbildchen irgendwie auf Twitter hat, dann fordert da auch niemand einen Rücktritt oder Austritt oder sonst irgendwas, also vor allen Dingen nicht aus der eigenen Partei, weil das gehört ja im Grunde genommen zur Folklore. Bei der CDU hätte man vor allen Dingen nicht im Widerspruch zu dem eigenen Programm. Ja, es steht auch nicht im Widerspruch zum eigenen Programm. Die Entkriminalisierung von Drogen im Eintritt, den kann man eigentlich Das nicht vorwurf machen.
Ja, aber ich glaube, in der CDU hat man dann, das hat man in anderen Parteien auch, aber das macht es dann natürlich auch sehr einfach. Du hast natürlich auch immer Heckenschützen aus der eigenen Partei, die so eine Sache dann irgendwie nutzen. Also Beispiel jetzt hier diese Nummer mit dem von Bötticher in Schleswig-Holstein, wo er da irgendwie mit einer 16-Jährigen gechattet hat. Oder nee, er hat sich auch mit der getroffen, ne? Juristisch wohl legal, weil er soll auch zum Äußersten gekommen sein. Ja, also ja, aber wie gesagt, erstens, wen geht es an, wenn man sagen kann, das fand einvernehmlich statt, da stehen keine Vorwürfe im Raum und es ist halt sehr schräg. Man würde halt selber sagen, vielleicht, naja, ich selber mache sowas möglicherweise nicht. Aber der von Bötticher ist ja nicht nur dann an den Moralvorstellungen seiner eigenen Partei gestolpert, weil die wäre, glaube ich, im Zweifelsfall auch bereit gewesen, sowas zu decken. Ich weiß gar nicht, ist verheiratet oder sonst irgendwas. Übrigens den Punkt fand ich bei ihm gar nicht, weil wenn es legal ist, kann man sagen, ich verstehe es nicht, ist nicht mein Ding. Ja. Aber wenn das Mädchen freiwillig mit ihm trifft und alles freiwillig abläuft, geht's mich auch nichts an. Was ich eher sozusagen problematisch fand, das zeigte das Internalisieren davon. Als er Kandidat wurde, hat er sich von ihr getrennt. Das zeigt, irgendwie fand er das selber nicht okay und fand es dann anrüchig. Und dann ist die Frage natürlich, also wenn mein Kandidatensein so viel wert ist, dass ich mich von meiner Partnerin oder meinem Partner deshalb trenne, weil der sozusagen weil es auf die Plakate ist, nicht passt. Es ist nicht medial konform. Dann finde ich, ist jemand wirklich in einer kritikwürdigen Situation, die jetzt nicht einen Rücktritt erfordert aus meiner Sicht, aber das zeigt irgendwie, dass es einfach eine Doppelmoral ist. Ja? Und das ist halt meiner Meinung nach der Punkt, weil normalerweise gehe ich davon aus, dass du dann wahrscheinlich gerade in der Union dann noch so Angebote kriegst, dass man wahrscheinlich in anderen Fällen sagt, naja gut, dann heiratest du die jetzt vielleicht oder bist mal dann noch irgendwie 3 Jahre mit der zusammen und bezahlst der, weiß ich nicht, das Studium oder sonst irgendwas. Dann ist die Sache gegessen und dann kommen wir da auch wieder irgendwie auf den grünen Zweig, ne? Also ich meine, hier die Affäre, die da Seehofer hatte und die da rausgekommen ist, die hat ja auch nicht dazu geführt, dass er da von irgendeinem Parteiposten zurücktreten musste. Also ich glaube, und das ist ja dann die Bigotterie an diesem Moralgebilde bei der CDU, glaube ich, dass das ja dann auch im parteiinternen Diskurs auch so als Totschlagargument benutzt wird, genau wie bei, weiß ich nicht, bei Piraten Transparenz und Basisdemokratie als Totschlagargument benutzt wird. Und ich glaube, ihr Grünen habt dann wahrscheinlich auch Totschlagargumente, die dann, wo man dann immer Bingo in der Debatte schreien kann und so. Ich glaube, da tun wir uns alle. Klausur nur 2 Tabus. Man durfte den Namen des Bundespräsidenten und der 2%-Partei nicht nennen, sonst musste man 5 Euro echt? Für Amnesty spenden. Nee, aber ich glaube, und die Zukunft der Parteien, das ist schwierig, weil am Anfang jetzt das klingt jetzt so altklug, aber als ich jetzt angefangen habe im September, hatte ich tatsächlich noch so die Vorstellung, okay, steht da Tropfen, hüllt den Stein und vielleicht kann man doch irgendwas bewegen, verändern, jetzt, ich sag mal so medial oder die Art und Weise, wie Parteien wahrgenommen werden, dieses den Versuchen, anders, ein anderes Bild des Politikers irgendwie abzuliefern. Aber ich glaube, diese ganzen Prozesse sind so tief in den Medien und in den Abläufen und in dem Storytelling, in der Dramaturgie, was die Öffentlichkeit so kennt, drin. Das ist fast unmöglich. Wichtig finde ich vor allen Dingen, dass man begreift, dass Parteien eine Funktion haben, um bestimmte Inhalte zu befördern. Ja. Und dass sie nicht zum Fetisch werden. Das ist mir übrigens in den Wahlkämpfen mit euch zum Teil aufgefallen oder auch aufgestoßen, dass diejenigen, die eigentlich antreten, damit wir mit diesem Politikbetrieb wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben oder das wollen wir alles ganz anders machen,
die Fetischisierung der eigenen Partei dann unheimlich weit treiben, wo ich sagen würde, so weit habe ich mich mit dieser Organisation nie identifiziert. Ja, aber solange ich grosso modo Programmergebnisse kriege, wenn wir ein Wahlprogramm schreiben, wo ich sage, überwiegend ist es meine Auffassung, verkrafte ich auch mal, dass ich ein, zwei Mal da nicht meine Auffassung drinstehen habe. Ja. Aber mit meiner Partei bin ich nicht verheiratet, sondern mit den Inhalten, für die ich stehe. Aber, und das unterscheidet dann jetzt nochmal auch so die Grünen von den Piraten, was du denn an der Stelle nicht verkennen darfst, ist, das habe ich an anderer Stelle hier auch schon mal gesagt, Piratenpartei stellt tatsächlich für viele, auch gerade junge Leute, eine quasi erste Sozialisation dar. Also was andere dann vielleicht, weiß ich nicht, ich war 10 Jahre Messdiener, ich hatte so eine katholische Sozialisation und da so meine erste Erfahrung mit Menschen gesammelt. Ich habe irgendwie Theater gemacht in so einer freien Gruppe, ja, bin da sozialisiert worden. Aber gerade, glaube ich, so von diesen richtig Hardcore-Nerds und die aus dieser Hacker-Szene kommen und aus diesem Umfeld, wo man eigentlich wirklich relativ wenig soziale Kontakte hat oder vor allen Dingen viele soziale Kontakte durch das Internet, ist die Piratenpartei zum ersten Mal sowas wie eine jetzt neue Familie Heimat. Das heißt, hier findet, es ist tatsächlich dann auch so eine etwas bizarre Konstruktion. Ja. Wir sind im Grunde genommen auch so ein bisschen unsere eigene Jugendvereinigung, ja. Also ich weiß nicht, bei der grünen Jugend läuft's ja auch ein bisschen anders als bei den Grünen, ne? Ja. Und du grinst ein bisschen. Wir hatten lange keine Jugend. Ja, weil genau, das war, weil ihr auch eure eigene Jugendbewegung wart. Für den Alt-68er wie für den grünen Aktivisten war natürlich klar, forever young. Ja. Die Gründung einer Jugendorganisation bedeutet ja für die anderen die Wahrnehmung des eigenen Alters. Ja. Und das war lange Zeit nicht gewollt. Ich habe das damals unterstützt, weil ich gesehen habe, dass man als junger Mensch nicht unbedingt auf diesen doch nicht immer spannenden Kreismitgliederversammlungen als einzige Option, um sich zu treffen und Politik zu machen, angewiesen sein sollte. Aber das ist nochmal der Punkt. Also ich selber, ich finde das ja auch immer furchtbar, wenn ich Leute in Piratenpartei-T-Shirts, wo dann das Logo drauf ist, sehe, oder es gibt dann Leute, die gehen so weit und lassen sich das dann irgendwie aufs Hemd sticken oder auf die Krawatte und sonst irgendwas, wo es sich so tätowieren, das ist auch dann die übernächste Stufe, wo ich so sage, da zieht es sich bei mir ein bisschen zusammen, dass man sich dann so krass mit der Partei identifiziert. Aber man muss einfach erkennen, das spielt für viele, viele Leute jetzt eine einfach wahnsinnig große Rolle und auch eine identifizierende Rolle, weil die so das Gefühl haben, endlich habe ich hier meine Bewegung, also mein Ding, wo ich jetzt mitmachen kann. Das war natürlich so komisch, also würde ich sagen, jetzt so komisch hatten wir das nie. Aber die Grünen waren natürlich damals für die nicht sozialdemokratische Linke auch das erste Projekt, mit dem man sich sozusagen in der größeren Gruppe identifizieren konnte, weil vorher waren die nicht sozialdemokratische Linke einfach politisch versektet. Das war alles ganz schräg, Kleingruppen, die sich miteinander bekämpfen, also die ganzen K-Gruppen, die es da vorher gab. Ich bin da zu jung für, um die noch zu kennen, aber ich habe es nachgelesen. Und deshalb war das natürlich auch ein riesiger kultureller Impuls. Und ich würde auch bei den Piraten immer sagen, dass es positiv ist, dass da Leute jetzt anfangen, Politik zu machen, die es vorher nicht gemacht haben. Das ist, solange das eben eine demokratische Partei ist, wie bei den Piraten, erstmal gut für die Demokratie. Also weil die Leute interessieren sich für Politik und unabhängig davon, was aus den Piraten da wird, haben Leute angefangen, politisch nachzudenken und vielleicht bleibt davon ja auch in der einen oder anderen Form was übrig, was dann in weiteres Engagement auch überführt wird. Deshalb finde ich das positiv. Trotzdem, man muss immer aufpassen, dass es sozusagen diese Identifizierung mit der eigenen Partei nicht zu einem, die Partei hat immer recht wird. Ja, ja. Also wo einfach sozusagen die Logik, was der Partei gut tut, ist objektiv gut, selbst wenn es eigentlich inhaltlich schlecht ist.
Das steckt als Gefahr in einer Überidentifizierung drin. Und insofern muss man immer Distanz haben, auch um Freiheit zu haben, sich mal zu entscheiden, vielleicht in einem politischen Konflikt etwas nicht zu machen oder zu lassen, obwohl das zum Schaden der Partei ist, aber weil es gut für das Land, gut ist für den Inhalt, für den man eigentlich steht. Weil es gibt Sachen, da ist es manchmal besser, zum Beispiel, das kenne ich jetzt aus Koalitionszeiten, du schließt bei einem Inhalt, der nicht viele Leute interessiert sind, einfach das Gesetz ab, kaufst besser als Gold, die Leute verstehen es nicht und weißt, tritt sowieso erst in 2 Jahren in Kraft, dann haben alle schon vergessen, wie es zustande gekommen ist und das ist die Wahl dazwischen, ist also die beste Methode eigentlich, um der Partei zu nützen, aber dem Inhalt zu schaden. Hm. Und wenn man eben nur in der Logik von Partei denkt, ist man versucht, sowas zu machen und man soll, die Verantwortung von Politik ist eben mehr, dass man eben guckt, was heißt das tatsächlich im Leben der Menschen, ein bestimmtes Gesetz, wo manchmal nur 3-4 Leute das wissen und die Journalisten kannst du dann auch manchmal bei komplizierten Gesetzgebungsakten alles Mögliche erzählen und die verkaufen eine Niederlage als Erfolg und 2 Jahre später gibt's dann die Berichte, anders als alle erwartet haben, wirkt sich das Gesetz jetzt so und so aus. Ja. Und dann ja. bist du schon um die Ecke. Ja, naja, also erstmal muss ich nochmal dazu sagen, dass du dies jetzt so darstellst, als sei die Piratenpartei ein vorübergehendes Phänomen. Das kann ich natürlich nicht unterschreiben. Das ist eine offene Frage. Nein, das muss auch niemand unterschreiben, das unterschreibe ich auch nicht. Ich würde erstmal sagen, das ist eine offene Frage. Hm. Ja, gut, dann müssen wir sehen. Ja, die finde ich, das ist auch legitim, die zu stellen. Genau. Also und dass ich die vielleicht mit einem anderen Impuls stelle, als ihr sie stellt, ist ja... Ja, von der Natur der Sache jetzt keine Überraschung. Ja. Nö, das nehme ich jetzt auch dir nicht übel, würde ich ja gerne. Entschuldigung, da wäre ich in 20 Jahren, wenn es eine neue Partei gibt, genauso machen. Nein, aber ist tatsächlich eine berechtigte Frage. So, jetzt hatten wir, glaube ich, noch Bild auf dem Ding. Ja. Sollen wir das noch ganz kurz oder ich weiß nicht, wie das bei der mit dir mit der Zeit oder lange auch genug gesprochen. Ja, genau. Aber wir können vielleicht noch kurz die Bild-Zeitung ansprechen und dann sind wir fertig. Ja. Bild-Zeitung. Was soll ich dazu sagen? Ja, wenn Sie anrufen, versuche ich nicht mit Ihnen zu sprechen, sondern immer zusammenhangloses Zeug zu sagen und Sie ein bisschen auf die Palme zu bringen. Und ich habe mal irgendwie Kai Diekmann auf diesem Herbstempfang der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da warst du auch, ne? Und da meinte der so, ah ja, kommen Sie mal vorbei zu einer Blattkritik. Und ich so... Hat sich auch dann zum Glück da niemand mehr irgendwie gemeldet, aber jetzt zu sagen, der große Satan ist ein bisschen übertrieben, aber mit denen sollte man, glaube ich, nicht ins Bett gehen. Das ist also einfach, ja, was das, meint der erfahrene Grünen-Politiker? Das würde ich auch so sagen. Man muss natürlich immer gucken, mit wem man es zu tun hat. Ich hatte in Bonn mal einen Kollegen von der Bild-Zeitung, der wirklich super fair war und mit dem habe ich auch manchmal Sachen zusammen gemacht, der ist danach auch zu anderen Blättern gegangen. Der war eher zufällig bei der Bild-Zeitung gelandet. Mhm. Ansonsten bin ich da immer super vorsichtig und ich lasse jeden Satz autorisieren. Also selbst bei harmlosen Dingen, weil man nie weiß, ob sie dir einfach die Grammatik umdrehen und dann haben sie irgendwie den Liedsatz dazu und auf einmal findest du dich in einer ganz anderen Geschichte wieder und fällst morgens vom Stuhl oder schon abends, wenn die erste Vorabmeldung kommt. Also deshalb würde ich sagen, da einmal Vorsicht. Und wenn die jetzt auftauchen hier als Verteidigung der Pressefreiheit, dann falle ich schon ein bisschen vom Glauben ab. Also es gibt wenige Medien, die so systematisch schon die Persönlichkeitsrechte von einfachen Bürgern und von Prominenten verletzt haben, wie die Bild-Zeitung. Und das, finde ich, ist auch von der Meinungsfreiheit und von den Grundrechten nicht gedeckt. Mhm. Und was mich jetzt geradezu amüsiert, ist, dass wenn jemand, wo ich sagen würde, das ist peinlich, wenn man es macht, aber ist kein Angriff auf die Pressefreiheit, wenn ich einen Journalisten beschimpfe oder ihn auf die Mailbox schimpfe, weil wenn es Nötigung wäre, wäre es ein Angriff auf die Pressefreiheit. Aber wie kann ich denn ein freies Presseorgan als Politiker nötigen? Ich kann sagen, ich spreche mit euch nicht mehr, ihr kriegt nicht mehr die schönen
Bilder von mir unterm Weihnachtsbaum mit der ganzen Family. Ja. Die sollte man eben sowieso nicht geben. Aber wenn man sich selbst überschätzt, dann denkt man eben, dass dann ist man eben eine peinlich und eine Witzfigur. Ja. Aber man ist kein schlimmer Unterdrücker der Pressefreiheit, sondern man hat eine peinliche Nummer abgeliefert. Und gut, das sollte man in bestimmten Rollen besonders nicht tun, weil, weil es irgendwie die Erwartungen konterkariert. Aber da finde ich, also die Bildzeitung in der Opferrolle, das fand ich schon, ein großes Kino. Und ich habe mich total amüsiert, dass die Taz jetzt im Sinne der Transparenz öffentlich eine Mail an Herrn Diekmann geschrieben hat, um mal nachzufragen, wie denn das eigentlich sein kann, dass die Mailbox von Herrn Diekmann in anderen Pressemedien landet, wer denn das abgeschrieben hat, an wen das verteilt wurde, wer das dann an andere Medien weitergegeben hat, weil das ist doch die Verlogenheit per se, sagen wir, respektieren, dass der Bundespräsident das als persönliche Kommunikation wertet, die nicht in die Öffentlichkeit wird. Ja. Wir veröffentlichen es nicht. Nö, wir schreiben es ab und verteilen es dann im Journalistenkreise, damit es irgendjemand anders schreibt. Also das ist schon großes Kino und diese Unschuldslämmer lasse ich einfach nicht als Unschuldslämmer durchgehen. Ja, ja. Und deshalb Vorsicht geboten, immer gucken, mit wem man es zu tun hat. Man kann mit denen schon mal reden, also die kommen auch teilweise in meinen Hintergrundkreis, ich schmeiß die natürlich nicht raus, aber bei mir gehen immer alle Alarmglocken an, weil ich denke, was wollen die mich jetzt übers Ohr hauen? Ja, ja. Ich denke, das ist auch, also mir war das auch irgendwie auf dem nur noch eine Anekdote, auf dem Bundesparteitag. Da hatte die Bild vorher irgendwie gebracht, ich will Innenminister werden, hier Sebastian Merz. Und dann wurde da ein Interview mit mir geführt von einem Typen von der Bild am Sonntag. Und der war ein ganz ruhiger, freundlicher Typ. Und dann kam halt die eine Frage mit, auch ganz harmlos gestellt, mit, und jetzt hat das ja der Herr Nerz mit dem Innenminister und wie finden Sie das denn? Ne? Und da, also bei mir waren ja eh schon mal alle Glocken an und an dem Moment ging halt so nochmal so extra laut, weil mir war halt klar, in dem Moment, in dem ich jetzt irgendwas zu dieser Sache sage, bringen die das natürlich sofort. Ne? Dann heißt es parteiinterner Streit, Lauer sagt, was hat der Nerz denn einen da an der Klatsche, dass er Innenminister werden möchte? Und dann meinte ich so einfach, naja, da müssen sie ihn halt fragen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie ernst er das jetzt gemeint hat und das kann ich natürlich jetzt hier auch nicht beurteilen und lassen sie uns erstmal in den Bundestag kommen und so. Und in dem Moment hat man schon so gemerkt, so, leider sagt der Lauer nichts Spektakuläres. Ja, nee, aber nochmal, und ich denke, also manchmal braucht man gar nicht selber was Spektakuläres ansagen. Eine beliebte Methode, wenn man sich fragt, Leute, von denen man noch nie was gehört hat, wie kommen die jetzt in die Tagesschau, weil sie in der Bildzeitung irgendeinen Satz gesagt haben, da ist es häufig so, der Satz ist nicht wirklich von denen, sondern die haben einen Satz geschrieben, dann rufen sie 10 Leute an, wollen sie bei uns morgen nicht mit diesem Satz in der Zeitung stehen. Also man muss selber gar nicht denken, man muss nur noch Ja sagen. Echt, ist dir das mal passiert? Ich weiß, dass es häufig vorkommt bei Sachen, wo man weiß, man kriegt niemand aus der ersten Reihe für irgendwie für das Thema, für eine steile These. Und dann ach so, wie jetzt zum Beispiel bei der was, da gibt's auch einen in der CDU oder in der CSU, der den Rücktritt von Wulff fordert. Ne? Ja, sowas kann zum Beispiel möglicherweise so einen Hintergrund haben. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich will auch nichts behaupten. Ja. Aber ich weiß, dass es diese Methode auch gibt. Ja. Aber es wird doch auch immer behauptet, die Bild-Zeitung säße auf Koffern mit Kompromat, also mit irgendwelchen kompromittierenden Informationen, die sie halt nur immer rausholen müssten. Und das weiß ich nicht, weil ich diese Koffer nicht gesehen habe. Also ich bin nicht genauso schlau wie ihr. Ja, das Einzige, was ich halt da in dem Zusammenhang weiß, ist halt diese Nummer mit Charlotte Roche, die da als ihre gesamte Familie da leider in einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Also auf dem Weg zu ihrer Hochzeit sind die irgendwie verunglückt. Das war eine ziemlich traurige Geschichte, muss die Bild-Zeitung sie wohl ziemlich bedrängt haben, so nach dem Motto, jetzt lassen sie uns da mal so eine gefühlige Geschichte machen. Und die haben dann wohl angekündigt, so im Zweifelsfall, naja, dann schreiben wir halt irgendwas über sie und das wird dann halt nicht so gut sein. Ne? Und ich glaube, darüber
arbeiten die, weil im Zweifelsfall ist es, glaube ich, auch echt egal, was die Bildzeitung über einen hat oder nicht hat. Da bauscht man irgendwelche Sachen auf. Also ich bin mir sicher, da wird es wahrscheinlich über viele Politiker auf irgendeinem Rechner einen Ordner geben, wo so gewisse Links drin sind oder Webseiten mal runtergeladen oder sonst irgendwas. Und man kann ja wirklich jede Geschichte irgendwie so aufziehen, dass man das irgendwie skandalisiert, ne? Also ich habe ADHS und nehme halt irgendwie Medikamente. Könnte man jetzt auch sofort sagen, hier, inwieweit ist dieser Mann überhaupt politikfähig? Irgendwie ist er noch zurechnungsfähig? Und dann kramt man mal irgendwo noch was raus, was ich irgendwie vor 3-4 Jahren mal auf jetzt.de geschrieben hat. Und dann heißt es, Lauer ist ein übler Sexist oder sonst irgendwas. Ja, also ich glaube, gerade im Internet, man findet genug über Leute, um dann irgendwelche Dinge aufzubauschen. Und im Zweifelsfall denkt man sich halt einfach was aus. Also ja, also ich glaube auch nicht, dass die dass es mit Übererpressung oder sowas läuft. Die meisten Sachen laufen ursprünglich dadurch, dass Leute von den Angeboten kriegen, also sagen, dienlich zu sein für sie. Und dann überschreitet man Grenzen, weil man ein Angebot kriegt, super rauszukommen, die man nicht überschreiten wollte, und dafür ist man selber schuld. Aber das kann man ihnen auch nicht vor, weil dazu gehören dann immer zwei. Ja. Und dann ist es natürlich so, wenn da was anderes ist von ähnlichem Interesse, was womit man nicht so gut aussieht, das schreiben die dann halt auch. Das ist dann auch ihr gutes Recht, wenn man sozusagen so weit reingeholt hat. Deshalb sollte man das einfach bleiben lassen. Also schwieriger finde ich es eigentlich eher manchmal, wenn es wirklich um einfache Menschen geht, die mit sowas noch nicht eine Erfahrung haben, die aus irgendeinem Grund mit einer Tragödie oder Kriminalität in Berührung gekommen sind als Opfer, und dann werden die auf da an die Wand genagelt und ihre ganze Privatheit wird ihnen geklaut. Aber da hat die Bild-Zeitung auch kein Abonnement alleine drauf. Also auch die diese ganzen Reality-Talkshows und Soaps, da wird zum Teil auch übles Zeug gemacht, was das gleiche Kaliber hat. Und das finde ich deshalb besonders problematisch, weil, also, wir müssten eigentlich wissen, was wir tun, weil das gehört zu unserem Job. Ja. Jemand, der in einer so schwierigen und belastenden Ausnahmesituation mit so einer Art von Journalismus konfrontiert ist, ist strukturell davon überfordert, und das ist auch völlig verständlich. Ja. Und da wird schäbig. Gut, ja, noch ein Schlussstatement. Ich fand es eine interessante Diskussion. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass man auch mal, hat man leider in den klassischen Medien nicht, mal so ein bisschen reflektiert, unter welchen Bedingungen wir arbeiten, kommunizieren. Ja. Und das, finde ich, kann man ruhig auch sozusagen jenseits der Parteigrenzen. Nee, sollte man noch machen, öfter machen. Ja. Weil wir müssen darüber nachdenken, wenn wir unsere Demokratie der Substanz erhalten wollen, wie man auch gegen bestimmten Tendenzen, die so eine Eigendynamik hat, durch Bewusstwerdung einfach entgegensteuert. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich finde, es ist, also wenn man die Uhr mal irgendwie ein Jahr zurückdreht, glaube ich, hätte man sich hier so ein Gespräch möglicherweise in so einer Konstellation auch gar nicht so vorgestellt. Und ich finde, das ist schon mal ein Wert an sich, wenn wir alle da auch versuchen, gerade ja das Internet auch ein bisschen mehr, wir hatten ja das Thema Gegenöffentlichkeit auch angeschnitten, ein bisschen mehr nutzen, und das sollte man möglicherweise auch mal in unregelmäßigen Abständen verstetigen. Ja. Das hat mich aber auch sehr gefreut. Ja, vielen Dank an alle. Dank. Und dann hoffe, dass wir vielleicht mal wieder Gelegenheit haben. Also. So weit ist es nicht gewesen. Ja, also. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.